Sehr geehrter Herr Dr. Klein, sehr geehrter Herr Dr. Eberhard, liebe Podiumsgäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Jasmin Schomann, ich leite die Akademieprogramme hier im Haus und begrüße Sie alle herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung zu den Ursachen und Erscheinungsformen von Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland. Wer von Ihnen unsere Akademieprogramme kennt, der weiß, dass wir mit unserem jüdisch-islamischen Forum das Verhältnis von Judentum und Islam auf verschiedenen Ebenen beleuchten und damit einen Beitrag zur Stärkung der Beziehungen dieser beiden Minderheiten in Deutschland leisten wollen. Gerade auch vor dem Hintergrund des nach Europa ausstrahlenden Nahostkonflikts. Hierzu greifen wir zum Beispiel Fragen auf, mit denen sich Juden und Muslime als religiöse Minderheiten in christlich-säkularen Gesellschaften konfrontiert sehen, wie während der Debatte um die rituelle Beschneidung von Jungen im Sommer 2012. Einen weiteren Fokus bildet das Thema der sogenannten orientalischen Juden, also derjenigen Juden, die über Jahrhunderte in islamisch geprägten Ländern wie Marokko, Ägypten, Irak, Iran oder der Türkei lebten und in kleiner Zahl zum Teil auch weiterhin leben. Neben all den verbindenden Themen, die einer dichotomen Wahrnehmung von Judentum und Islam entgegenwirken sollen, wollen wir im Rahmen unseres jüdisch-islamischen Forums sensible und konfliktbeladene Fragestellungen keinesfalls ausklammern. Hierzu zählt auch die Veranstaltung und das Thema des heutigen Abends. Seit die Zahl der Geflüchteten aus arabischen Ländern angestiegen ist, wird vermehrt die Frage diskutiert, ob sich mit dieser Einwanderung auch der Import eines Antisemitismus aus den Herkunftsländern verbindet. Eine Rolle spielt dabei, dass die Geflüchteten in Gesellschaften sozialisiert sind, die zum Teil, wie im Falle Syriens, direkte Kriegsparteien im Nahostkonflikt sind und in denen Israelfeindschaft folglich zur Staatsdoktrin gehört. Ganz neu ist die Problematik indes nicht. Seit der Jahrtausendwende, mit Beginn der zweiten Intifada, hat es immer wieder antisemitische Wellen in Westeuropa gegeben, bei denen die Täter nicht, wie sonst zumeist, aus dem rechtsextremen Spektrum stammen, sondern einen arabischen Migrationshintergrund haben. Neben den Gewaltakten, wie zum Beispiel Angriffen auf Synagogen, führt die aktuelle Häufung von Berichten über antisemitisches Mobbing an Schulen zudem dazu, dass in Deutschland lebende Juden zunehmend Angst vor einem Antisemitismus äußern, der von arabischstämmigen bzw. muslimischen Jugendlichen ausgeht. Die Diskussion dieses Themas erfordert nicht zuletzt deshalb auch ein besonderes Fingerspitzengefühl, da diejenigen, die hier als Tätergruppe in den Blick genommen werden, selbst wiederum zu den in dieser Gesellschaft am stärksten abgelehnten Minderheiten gehören. Heute ist ja nun ein weiteres Buch aus der Feder eines gewissen ehemaligen Berliner Finanzsenators im Haus der Bundespressekonferenz vorgestellt worden. Und auch wenn die öffentlichen Reaktionen auf die antimuslimisch-rassistischen Thesen diesmal, anders als vor 8 Jahren bei seinem Erstlingswerk, bisher einhelliger auszufallen scheinen, so bin ich mir nicht sicher, ob die vielen gewiss wohlmeinenden Kritiker darüber reflektiert haben, wie es sich für Muslime wohl anfühlt, wenn es nun heißt, die demografische Bedrohung Deutschlands durch sie sei unrealistisch, die muslimische Geburtenrate sei im Sinken begriffen, sprich, es werde in Zukunft gar nicht so viele von ihnen geben, wie die Muslimfeinde befürchten. Die Sichtweise von Muslimen als unerwünschter Bevölkerungsteil wird damit jedenfalls nicht ausgehebelt. Wer im Zusammenhang mit der Diskussion um Antisemitismus unter Muslimen auf diese komplexe Gemengelage hinweist, sieht sich in letzter Zeit immer häufiger mit dem Einwand konfrontiert, diese Perspektive relativiere das Phänomen und komme einem Täterschutz gleich. Dieses Argument trägt jedoch nicht weit, da eine Bekämpfung des Antisemitismus letztendlich nur dann glaubwürdig und damit effektiv sein kann, wenn sie sich nicht blind zeigt für die anderen grassierenden Rassismen in dieser Gesellschaft. Dies ist nicht gleichbedeutend damit, das Problem kleinzureden. Im Gegenteil.
Niemand, der sich in der muslimischen Community auskennt und seriös argumentiert, wird leugnen, dass der Antisemitismus, ebenso wie die Homophobie und der Sexismus, ein reales und ernstzunehmendes Problem darstellt. Und viele Muslime sind beschämt über die tätlichen Angriffe auf Juden und Synagogen durch Angehörige ihrer Religionsgemeinschaft. Fakt ist auch, dass muslimische Verbände sich bisher unzureichend mit dem Problem auseinandergesetzt haben. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Bereitschaft, das Thema anzugehen. Als ich vor kurzem den Arbeitskreis Muslime gegen Antisemitismus initiiert habe, sind dieser Einladung muslimische Multiplikatoren aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, darunter Pädagogen, Publizisten und Imame, aus dem ganzen Bundesgebiet gefolgt. Gemeinsam wollen wir in den kommenden Jahren diskutieren, wie wir einerseits eine innermuslimische Auseinandersetzung mit dem Thema befördern können und wie andererseits ein gesamtgesellschaftlicher, differenzierter Umgang mit dem Phänomen, der nicht in die Pauschalisierungs- und damit Stigmatisierungsfalle tappt, aussehen kann. Der heutige Abend wird, da bin ich mir sicher, ein Beitrag zu Letzterem sein. Und ich freue mich sehr, dass wir so ausgewiesene Expertinnen und Experten hier versammeln konnten, um die Fragen von Ausmaß und Ursachen des Antisemitismus unter arabischstämmigen Migranten bzw. Muslimen ebenso wie geeignete Gegenstrategien zu beleuchten. Die Journalistin Christine Watti wird Sie durch den weiteren Abend führen und Ihnen die Podiumsgästinnen gleich näher vorstellen. Freuen wir uns also auf eine spannende Diskussion. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung an Yasemin Schomann. Ich muss feststellen, ich bin echt ein bisschen aufgeregt an diesem Abend. Ich freue mich sehr, dass ich durch diesen kleinen Abend und durch diese Diskussion führen kann. Ich glaube, die Aufregung rührt daher, dass hier so viele Menschen sind, die nochmal so unterstreichen, dass es ein wahnsinnig brisantes, virulentes und berührendes Thema ist, über das wir sprechen und dass wir uns natürlich in dieser Woche befinden, an dem Tag dieser Buchveröffentlichung, die wir kurz gestreift haben, nach den Ereignissen, die Sie aus Chemnitz gehört haben. Und ich hoffe auf eine ergebnisreiche oder zumindest gute Diskussion hier auf dem Podium. Sehr beeindruckend finde ich, dass wir wirklich sehr viele Perspektiven hier zusammenbringen können heute Abend. Deswegen kann auch hier sehr, sehr viel gesprochen werden. Sie werden aber auch zu Wort kommen gegen Ende der Diskussion und wir gucken jetzt erstmal uns vielleicht gemeinsam an, wer hier eigentlich alles zusammengekommen ist, um aus seiner Sicht über dieses Thema zu sprechen. Es ist einmal da Dr. Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Verortet ist er im Bundesministerium des Inneren, Bau und Heimat. Herzlich willkommen, Herr Klein. Dann ist da Matthias Berek vom Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin und er ist Autor der Studie Antisemitismus und Immigration im heutigen Westeuropa. Gibt es eine Verbindung und hier speziell die Situation in Deutschland? Diese Studie wurde im April 2018 veröffentlicht und über die werden wir natürlich heute sprechen. Schönen guten Abend, Herr Berek. Außerdem ist da Dr. Irina Flieter, Lehrbeauftragte an der Humboldt-Uni Berlin natürlich und Leiterin des Projekts Shalom Rollberg beim Verein Morus 14 e.V. in Neukölln, das Begegnung und Austausch zwischen jüdischen und muslimischen Berliner und Berlinerinnen zusammenbringen möchte. Herzlich willkommen. Neben mir sitzt Dr. Muhammad Samer Murtaza, Islamwissenschaftler und Autor des Buches Shalom und Salam, wieder den islamisch verbrämten Antisemitismus. Herzlich willkommen, Herr Murtaza. Und auch da ist Derwish Hisaci, Lehrer und Vorstandsvorsitzende der KIGA, der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Und er ist auch Mitglied der internationalen Expertengruppe Antisemitismus des Office for Democratic Institutions and Human Rights. Hallo. Jetzt sind schon die ersten vielen Minuten dieses Abends vergangen mit der Vorstellung dieses sehr großen Podiums.
Kurz noch vielleicht zum Ablauf. Wir werden versuchen, wirklich in drei Teilen zu sprechen. Wir möchten am Anfang gerne über die Fakten sprechen. Also die Frage tatsächlich, gibt es einen Anstieg des Antisemitismus in Deutschland, der in Verbindung zu bringen ist mit der Zuwanderung von Menschen aus muslimisch geprägten Ländern? Dann wollen wir uns den Ursachen zuwenden. Welche ideologischen Komponenten spielen eine Rolle? Was hat Religion mit all dem zu tun oder wie wird sie auch instrumentalisiert? Und am Ende gehen wir vielleicht ein bisschen hoffnungsfroh mit Strategien nach Hause. Es wird sich sicherlich an der einen oder anderen Stelle vermischen, das kann gar nicht anders sein, aber das ist so die Idee, um in verschiedenen Etappen uns diesem Thema zu nähern. Deswegen Fakten am Anfang und daher gehen die ersten Fragen an Matthias Baerig, der nämlich Fakten haben könnte, nämlich als Autor eben der Studie, die ich erwähnt habe. Dieser Bericht ist Teil eines Forschungsprojektes, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, das in 5 europäischen Ländern durchgeführt wurde und eben die Frage stellte, Antisemitismus und Immigration, gibt es eine Verbindung? Wie würden Sie also diese Halbfrage des heutigen Abends als Überschrift beantworten? Importierter Antisemitismus, gibt es den in Deutschland? Zunächst kann man das eigentlich verallgemeinern über alle europäischen Länder, die wir untersucht haben, dass die zentralen Ergebnisse sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien, Frankreich, Niederlanden und Belgien gelten. Nämlich die Hauptfrage im Untersuchungszeitraum, den wir hatten, nämlich ab 2014 bis 2016 und 2017 ist erschienen, oder war die Forschung beendet, haben wir untersucht, anhand von bestehenden Studien, aber auch anhand von Interviews und Experteninterviews, um dieser Frage näher zu kommen, gibt es diesen importierten Antisemitismus. Und die zentrale Antwort ist die, dass es keine Belege, keine Hinweise gibt, und zwar sowohl in Umfragen als auch in den Einzelinterviews, als auch in kleineren Studien, als auch in den Kriminalstatistiken oder sonstige Quellen, die in Frage kommen, die dafür sprechen, dass es einen durch die verstärkte Zuwanderung aus muslimisch geprägten Ländern seit 2014 verursachten Einfluss auf die Entwicklung des Antisemitismus in Europa und auch in Deutschland gibt. Also das ist das unstrittige Ergebnis zu der Hauptfrage. Trotzdem gibt es dazu noch Nebenergebnisse oder nicht Nebenergebnisse, die auch wichtige Aspekte des Themas sind. Nämlich zum einen ist es europaweit ein Phänomen, das, wie Frau Schumann schon sagte, sowohl unter Muslimen in Europa als auch in einzelnen Studien unter Geflüchteten, die es gab, sich gezeigt hat, dass dort die Einstellungen, antisemitische Einstellungen, statistisch höher sind als in der jeweiligen Gesamtbevölkerung der Länder. Und aber da muss man Pauschalisierung vermeiden und ganz auch schauen, was für Gruppen man untersucht, also weil diese allgemeine der Öffentlichkeit oft vorgenommene Gleichsetzung von Geflüchteten und Muslimen und so weiter, das führt da überhaupt nicht weiter. Und auch ein europaweites Phänomen und auch in Deutschland sehr stark, ist ganz klar, dass es aber auch so sehr wohl die Einschätzung in der jüdischen Bevölkerung gibt, die auf persönlichen Erfahrungen beruht, dass es erstens einen Anstieg des Antisemitismus gegeben hat, generell in der Gesellschaft, und dass mindestens bei körperlichen Angriffen vor allen Dingen, dass muslimische Täter, also die als muslimische Täter wahrgenommen, beschrieben worden sind. Das sind eben Erfahrungen, die man auch nicht vom Tisch wischen darf, die auch ein wichtiges Ergebnis der Forschungslandschaft sind. Also wir können jetzt vielleicht nicht in die ganzen Details der Studie einsteigen, aber ich finde trotzdem nochmal wichtig zu erfahren, wenn Sie sagen, die Daten geben es nicht her, zu sagen, es gibt einen Anstieg des Antisemitismus. Und Sie haben kurz Kriminalstatistik und Befragungen erwähnt. Aus welchen Daten tatsächlich speist sich dann diese Erkenntnis, dass es die Daten nicht gibt? Also was wird getan bei so einer Studie, um rauszufinden, wie die Situation tatsächlich ist? Fragt man nur die potenzielle Gruppe, um die es geht, oder auch die Gruppe, die sich eben so fühlt, als gäbe es diesen Anstieg? Wen fragt man eigentlich? Ja, da gibt es eine Menge forschungspraktische Probleme, weil es gibt die große repräsentative Studie unter Geflüchteten, zum Beispiel gibt es noch nicht. Es gab in Bayern mal eine repräsentative Studie, unter Geflüchteten aus Irak, Afghanistan, Syrien vor allen Dingen, die sehr wohl eine hohe Zustimmungsrate zu antisemitischen Aussagen gefunden hat. Aber es gibt halt nicht in der Breite, dass man da eine Aussage hätte. Und selbst wenn man diese Aussageübereinstellung hat, heißt das noch nicht, dass es das automatisch in Handlungen, in Taten umsetzt, die einen relevanten Einfluss auf die Entwicklung des Antisemitismus in Europa oder in Deutschland haben könnten, schon an der Anzahl der Menschen.
Was wir gemacht haben, war wirklich uns diese Behauptung zu nehmen, es gibt einen importierten Antisemitismus, der durch die Geflüchteten nach Europa gebracht wird, und haben geschaut, was gibt es denn für Datenquellen? Das sind halt die großen, das sind zum einen die großen Bevölkerungsbefragungen zur Einstellung. Da gibt es das Problem, dass migrantische Gruppen generell eine relativ kleine Gruppe sind, der befragt, und deswegen das statistisch schwierig ist auszuwerten. Dann gibt es die Befragung unter der jüdischen Bevölkerung, und dann gibt es die polizeiliche Kriminalstatistik, die auch ihre Probleme hat, weil es halt Eingangsstatistiken sind, nicht die letztendlichen Verurteilungen. Und noch ein paar auch nochmal eine Wissenszwischenfrage. In den Kriminalstatistiken spielt die Religion der Täter eine Rolle? Also ist nicht wirklich erhoben. Und das ist auch das Problem, was selbst diese Umfragen unter der jüdischen Bevölkerung Europas, also diese große 2012, die stattgefunden hat, was die auch selber sagen, bei der Zuordnung der Täterinnen und Täter sind es natürlich Zuordnungen durch die Befragten, wo jetzt auch die Forscherinnen und Forscher dieser Studie gesagt haben, ja, das sind natürlich Einschätzungen, wo wir nicht wirklich überprüfen können, anhand welcher Kriterien diese Einschätzungen getroffen werden, dass jemand als Muslim beschrieben wurde. Auch noch mal eine Verständnisfrage, damit, dann geht es auch gleich weiter hier mit der Einschätzung der anderen Podiumsteilnehmer. Es gibt so einen Satz, ich habe die Zusammenfassung gelesen, Sie müssen auch sagen, wenn das wiederum statistisch überhaupt gar nicht valide ist, was ich jetzt gerade mache, aber es gibt einen Satz, es besteht wenig Zweifel, dass bei einem gewissen Prozentsatz der Migranten aus Nahost und Nordafrika antisemitische Einstellungen vorhanden sind, jedoch konnten keine unserer Befragten dazu verlässliche Daten liefern. In meinem Laienverständnis würde ich das verstehen, wie die Untersuchung kann gar kein Ergebnis haben. Nee, das mit den verlässlichen Daten, das bezieht sich auf quantitative Zahlen, auf repräsentative Zahlen, die sagen können, so viel Prozent der Geflüchteten sind antisemitisch und als Täter tätig aktiv geworden. Das gibt es nicht, weil wir haben keine repräsentative Untersuchung geführt, sondern das wäre in dem Zeit- und in dem Ressourcenrahmen gar nicht möglich gewesen, sondern wir haben im deutschen Fall jetzt Expertinnen und Experteninterviews geführt, und haben uns mit Leuten unterhalten, die sowohl mit Geflüchteten arbeiten, die aus muslimischen Organisationen kommen, aus jüdischen Institutionen, aus der Bildungsarbeit, aus der Wissenschaft, und haben versucht, darüber so einen Überblick zu bekommen, was es denn an Expertise im Feld gibt, das zusammenzutragen und zu gucken, was da für interessante Antworten und neue Fragen aufkommen könnten. Und das meint mit den verlässlichen Zahlen oder Daten, meint halt, dass es natürlich in solchen Interviews jetzt keine Zahlen erhoben werden können, so und so viel Prozent, sondern es geht um Einschätzungen, die sind natürlich auf eine gewisse Art auch subjektiv, aber die haben trotzdem einen gewissen Wissenshintergrund. Und genau, deswegen ist das Ergebnis, was wir da hatten, auch immer eins, wo zum Beispiel rauskommt, dass es eine gewisse Bandbreite, die gleiche Bandbreite, die es in der deutschen Gesamtbevölkerung gibt, nämlich es gibt einen gewissen Prozentsatz manifeste, ideologisch gefestigte Antisemiten, es gibt eine ganze Menge Leute, die so Stereotype vor sich geben und unreflektiert antisemitische Einstellungen im Alltag äußern oder hegen. Und es gibt aber auch eine ganze große Menge von Leuten, die davon frei sind oder sogar ganz dezidiert dagegen sind. Das gibt es in der Gesamtbevölkerung und das gibt es unter Geflüchteten genauso, das gibt es unter der muslimischen Bevölkerung genauso, mit veränderlichen Prozentanteilen, wenn man sich die wenigen Studien anschaut, die es gibt. Aber diese Bandbreite, die haben auch eigentlich alle der Interviewten berichtet, mit denen wir uns unterhalten haben. Felix Klein, 8 von 10 jüdischen Deutschen finden, dass der Antisemitismus in Deutschland spürbar zunehme. Das ist ein Satz, den Sie auch selbst schon so gesagt haben. Jetzt hören Sie aus dieser Untersuchung, dafür gibt es keine verlässlichen Daten. Wie gehen Sie mit diesem Ergebnis um? Also was macht es mit Ihnen? Weil sie diese Zahl, die Sie ins Spiel bringen, ganz anders sich anhört. Also es ist ja schon angeklungen worden, gewisse methodologische Schwächen, die diese Studie hat, sind ja schon angesprochen worden. Es ist auch vielfach von jüdischen Organisationen die Studie kritisiert worden. Das muss man sich dann auch genau ansehen. Und dann ist das Ergebnis auch nicht mehr so eindeutig. Also wenn man jetzt nur um eine Sache rauszugreifen, es wird kritisiert, dass die IRA Arbeitsdefinition von Antisemitismus nicht benutzt wurde und da sehr viele Dinge im Unklaren sind. Zum Zweiten wird in der Studie auch nicht genügend differenziert zwischen wirklich
also Muslimen, die hier seit kurzem erst sind und solchen, die hier schon länger leben. Also da hätte man mehr differenzieren müssen. Und vielleicht noch als Drittes, dass zum Beispiel eine These gestellt wird, dass ich glaube 66% von hier lebenden Muslimen hätten also eine negative Meinung über Zionismus, also sie seien als antizionistisch, was immer das auch ist, einzuordnen, und nur 12% hätten also eine negative Meinung über Juden allgemein. Und das wird also differenziert und eine Klassifizierung eingeführt, die so zumindest fragwürdig ist. Also das nur von vornherein, also vorweggeschickt. Ich finde die Studie ist trotzdem, sie thematisiert natürlich wichtige Dinge, und wir müssen uns auch gerade um dieses Thema kümmern in der deutschen Gesellschaft, ganz klar. Ich sehe sie aber eher als Auftakt, um weitere, Sie haben es ja selber gesagt, es gibt keine große empirische Grundlage, hier weiterzumachen. Und in der Tat ist es schon also frappierend ein großes gesellschaftliches Problem, dass 8 von 10 Juden eben in Deutschland der Auffassung sind, der Antisemitismus nehme zu, vor allem auch der von muslimischer Seite. Der wird ja auch ganz hart als Angst auch empfunden mit physischen Attacken. Und andererseits aber etwa 8 von 10 nicht-jüdischen Deutschen meinen, der Antisemitismus sei nicht das dringendste Problem, das wir hier in diesem Lande haben. Und diesen Widerspruch müssen wir ganz klar auf den Grund gehen. Wie ist es für Ihre Arbeit? Also jetzt ist die Faktenlage eben so, wie sie ist. Man kann so eine Studie, man kann das Gute draus ziehen, die Punkte, die angesprochen werden, und hat dieses große Gefühl, also dieses Gefühl der Unsicherheit, das Gefühl des Anstiegs des Antisemitismus. Worauf konzentrieren Sie sich dann in Ihrer Arbeit? Auf welche Gruppe? Auf das Gefühl der jüdischen Communities, die sagen, es ist aber anders, es fühlt sich anders an. Es geht um Muslime, aber es geht natürlich auch immer noch um viele andere Gruppen, von denen Antisemitismus ausgeht. Und in diesem Wirrwarr aus diesem Gefühl, aus Zahlen, bei denen man nicht so ganz genau weiß, wie Befragungen eigentlich ablaufen können, wie man solche Daten verlässlich machen kann, was bedeutet das für Ihre Arbeit und für Ihren Fokus im Kampf gegen Antisemitismus? Also schon, dass das Gefühl überhaupt besteht und geäußert wird, muss uns alarmieren. Das können wir so nicht stehen lassen als Mehrheitsgesellschaft. Und da müssen wir das tun, das ist das eine. Und zum Zweiten ist es in der Tat schwierig. Wir haben ja wirklich jetzt verlässlich nur die polizeiliche Kriminalstatistik. Und so verlässlich ist die auch sogar nicht, weil sie ja dieses berühmte Merkmal sozusagen hat, dass wenn Sie eine antisemitische Straftat haben, sagen wir mal eine Schmiererei an der Wand, wo steht Juden raus, das wird dann automatisch als rechtsextrem eingeordnet. Das, obwohl wir gar nicht wissen, wer das geschrieben hat, hätte ja auch zum Beispiel auch ein Muslim schreiben können, und dann ist es fragwürdig. Also die müssen wir uns auch ansehen, und das ist natürlich zu dünn, diese Grundlage und ein subjektives Gefühl. Was ich fordere, ist, dass wir ein bundesweites Erfassungssystem antisemitischer Vorfälle überhaupt brauchen, unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, so wie wir hier in Berlin RIAS, die Recherche- und Informationsstelle gegen Antisemitismus, haben. Sowas brauchen wir bundesweit, denn dann sieht das Bild nach meiner Einschätzung dann völlig anders aus. Mohamed Murtaza, Ihr Buch, das ich vorhin zitiert habe, beginnt in der Einleitung mit dem Satz, antisemitische Einstellungen bei muslimischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen beginnen eine problematische Größe zu erreichen. Woraus speist sich diese Wahrnehmung, auf der ja auch, mit der Sie sozusagen auch in Ihre These und Ihr Buch einsteigen? Ich glaube eher, es war gemeint im Sinne, dass es soll ja auch keine problematische Größe erreichen, aber wir haben ja keine verlässlichen Zahlen. Aber es ist ja ein Thema, das vermehrt in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Bewusstsein auftaucht, in muslimischen Foren begegnet man es, man begegnet es bei bestimmten muslimischen Texten, die übersetzt werden, aber vor allem die eben nicht in den regulären muslimischen Buchhandel kommen, sondern eher über das Internet vertrieben werden. Und ich komme aus der muslimischen Jugendarbeit und hatte dann auch immer wieder in der Jugendarbeit damit zu tun. Also man merkt es schon, dass es das gibt, dass es schwerfällt, und da ist auch, sind wir als Gesellschaft gefragt, warum wir das eben auch in der Schule nicht vermitteln konnten, die Differenzierung zwischen dem Judentum als einer Religion
und dessen, was in Palästina passiert. Weil in der Wahrnehmung vieler muslimischer Jugendliche fällt das zusammen. Und praktisch jeder Jude ist verantwortlich für die Regierungspolitik Israels. Wir haben mehrere Anschläge auf Synagogen gehabt. Ich war selber in Wuppertal, ich glaube, das war 2014, auch eingeladen, als auch die Moschee sich in Zusammenarbeit mit den Juden in Wuppertal sich ganz klar gegen so etwas gestellt hat. Also man merkt es. Das heißt, Statistiken hin oder her ist es ja so, wir wollen nicht, dass es weiter wächst. Das ist auch das, glaube ich, das Signal, das vor allem der Zentralrat der Muslime vor ein paar Wochen gesetzt hat mit dem Besuch in Auschwitz. Und da ist es wichtig zu überlegen, bevor wir sagen, muslimischer Antisemitismus, erstmal zu fragen, ist denn die Person, die das tut, tut sie das aus einer religiösen Haltung heraus oder aus einer anderen Haltung heraus? Mit was haben wir es eigentlich hier mit zu tun? Wie begründet ein Jugendlicher, der zum Beispiel an einer Synagoge eine Schmiererei anbetrifft, wie begründet er seine Taten? Wie können wir auch, anstatt uns als Gesellschaft nur aufzuregen, auch pädagogische Mittel entwickeln, mit solchen jungen Menschen ins Gespräch zu kommen? Und wie können wir auch diese Argumente, die sie vorbringen, entweder wird das dann oftmals eben wirklich über den Nahostkonflikt legitimiert oder über bestimmte religiöse Texte. Wie können wir diese antisemitischen Argumente dekonstruieren? Und vielleicht noch ein Punkt, die Veranstaltung heißt ja importierter Antisemitismus. Das klingt so, als hätten wir hier keinen Antisemitismus und da kommt jetzt Antisemitismus hierher. Der Antisemitismus, den haben wir hier seit immer noch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also das Land wurde nicht entnazifiziert, wie wir jetzt auch in Chemnitz gesehen haben und in anderen Teilen der Bundesrepublik. Und es ist kein anderer Antisemitismus, der zurückkommt. Weil in meiner Forschung war ja auch die Frage, speist sich dieser Antisemitismus aus dem Islam, selber heraus? Oder wie ist der, hat er sich entwickelt? Und das Referenzwerk für das, was man in der arabischen Welt rezipiert hat, waren vor allem Übersetzungen antisemitischer Werke aus Europa, vor allem die Protokolle der Weisen von Zion. Und das ist das Referenzwerk. Aber natürlich, wenn Sie religiös sind und Sie nehmen diese Welterklärung an, dass eben Nahost deswegen oder Israel so mächtig ist, weil es eine jüdische Weltverschwörung gibt, dann unterfüttern Sie das natürlich im zweiten Gang religiös mit bestimmten selektiven Textstellen der Religion. Das heißt, es kommt eigentlich der alte Antisemitismus, der sowieso schon hier ist, zurück, nur er ist noch ein wenig anders gefärbt und mit anderen Erzählungen verknüpft, die uns vielleicht nicht so vertraut sind. Also da, vielleicht kann man da kurz einfügen, wir werden das Thema an der Stelle nochmal anders nachher weitersprechen, wenn wir über die mediale Wirkung sprechen, weil tatsächlich diese Formulierung importierter Antisemitismus oder muslimischer Antisemitismus ist ja auch eine Formulierung oder eine Zusammenbringung von Begriffen, die wir aus dem, der, weiß ich nicht, Zusammensetzung christlicher Antisemitismus oder christlicher Rechtsextremismus ja so nicht kennen würden. Also deswegen, wie das mit was zusammenhängt und was da, welche Instrumentalisierung stattfindet, das ist auf jeden Fall auch nochmal Thema. Und da können wir vielleicht auch gleich nochmal auf den Punkt bei den Ursachen kommen, wieso Religion, in diesem Fall der Islam, für Leute die Ursachen oder die Grundlage bildet, um zu sagen, deswegen kann ich mich verhalten, wie ich mich verhalte. Aber das sind, glaube ich, dann schon die Details auch in der Ursachenforschung, die wir gleich noch betreiben werden. Aber vielleicht noch ein Punkt dazu, weil das hat mich bei Ihrem Statement interessiert, dass wir auch sicher sind, dass wir auf dem Podium alle von demselben sprechen. Also weil wir es gehört haben, es gibt anscheinend unterschiedliche Definitionen von Antisemitismus. Vielleicht wäre es auch nochmal, weil Sie es kurz erwähnt hatten, auch vielleicht diese eine Definition nochmal angeben können, damit wir alle wissen, was Sie gemeint haben. Weil es ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der in der Diskussion wichtig ist, damit wir alle wissen, wovon der andere spricht. Also ich erwähnte die Arbeitsdefinition Antisemitismus der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken, die die Bundesregierung auch im September letzten Jahres führt, in Deutschland, für die Anwendung in Deutschland empfohlen hat. Und die geht mehr oder weniger so, das heißt, also sehr offen, heißt Antisemitismus ist eine gewisse Wahrnehmung von Juden und von Juden und Nichtjuden und den Einrichtungen, die sich auch als Hass äußern kann, und auch Symbole des Staates Israel können erfasst werden. Also so ähnlich. Das Interessante daran ist auch, also auch als Nichtjude kann man antisemitisch angegriffen werden.
Ist die Runde damit einverstanden? Ich meine, da müsste man jetzt nochmal tiefer in die Studie gucken, weil da auch wiederum noch unterscheiden wird zwischen klassischem Antisemitismus, sekundärem Antisemitismus und das auch nochmal dann wieder Ihre Daten nochmal anders aussehen lässt. Müssen wir das an der Stelle ergänzen? Müssen Sie sich darüber noch alle miteinander einigen, dass wirklich alle auch auf der gleichen Ebene sprechen? Das widerspricht sich eigentlich nicht, außer dass diese Unterscheidung zwischen traditionellem klassischem Antisemitismus, sekundärem und israelbezogenem Antisemitismus vielleicht noch dazukommen würde, aber... Genau. Irina Flieter, wir machen nochmal konkret weiter an der Stelle und zwar mit Ihrer Arbeit. Nochmal angeschlossen an das Ergebnis der Studie, die ist auch eben in Teilen ein bisschen aufgeregt und empört wahrgenommen worden, bis hin zur Unterstellung, die sei eigentlich in Wirklichkeit ein politisches Statement. Was sagen Sie, Sie dieses Projekt Shalom Rollberg leiten, das für interkulturelle und interreligiöse Begegnungen steht, über dieses Ergebnis? Können Sie damit was anfangen, mit dem, was Matthias Berek rausgefunden hat? Passt es zu dem, wie Sie konkret die in diesem Fall die Menschen erleben, die in Ihre Begegnungsstätte kommen? Also tatsächlich spiegelt es einen Teil meiner Erfahrung wieder, die Studie spiegelt es wieder. Und vielleicht sollte ich dazu sagen, ich arbeite nicht mit geflüchteten Menschen, sondern das Projekt beschäftigt sich mit Jugendlichen in Neukölln, direkt im Rollberg-Kiez vor allem, die zweite, dritte Generation sind. Die meisten sind schon in Deutschland geboren. Viele haben Eltern, die schon in Deutschland geboren sind. Der Hintergrund ist oft, die Großeltern sind türkisch oder libanesisch oder palästinensische Flüchtlinge, die über den Libanon nach Deutschland gekommen sind. Also das ist die Gruppe der jugendlichen Kinder, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen meine Ehrenamtlichen zusammenarbeiten. Also das Projekt, die Idee des Projektes ist, dass jüdische Berliner ehrenamtlich diesen jugendlichen Kindern Nachhilfe geben oder Sport, Kunst und Sprachgruppen leiten. Das findet in einem größeren Rahmen statt vom Verein Morus 14, wo alle Berliner Ehrenamtlichen diese Arbeit leisten können. Wie gesagt, mein Projekt fokussiert sich halt auf diesen jüdisch und vor allem muslimisch-arabischen Dialog, der dann in Köln stattfindet. Und natürlich bin ich in einem etwas geschützteren Rahmen. Natürlich kennt man den Verein seit 15 Jahren im Bezirk. Das heißt, ich bin nicht in Neukölln am Hermannplatz mit einer Kippa. Das ist natürlich immer noch ein anderer Kontext. Aber in dem Kontext, in dem ich bin, wissen die Jugendlichen und die Kinder, dass ich jüdisch bin. Sie wissen, dass die Ehrenamtlichen jüdisch sind. Sie wissen, dass sie Israelis sind. Sie wissen, dass ich Hebräisch spreche. Wir sprechen offen Hebräisch. Und ich muss sagen, überraschend sogar für mich selber, habe ich gar keine extremen Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es Diskussionen und Fragen und natürlich haben Kinder Vorurteile, vor allem gegen Israel und gegen das Judentum. Aber da kann ich nochmal anschließen meine Vorgänger. Das ist tatsächlich die Frage, was ist Antisemitismus? Und ich komme aus der Praxis, wir können natürlich mit Definitionen aus Büchern, aus Studien und so weiter kommen. Was diesen Definitionen fehlt, ist, wie nennen wir etwas, wo das Wissen für Antisemitismus fehlt. Also den Jugendlichen fehlt es sogar an Wissen, um antisemitisch zu sein. Also klar, sie denken oder sie sind gegen Israel oder sie sind nicht mal gegen Israel. Also ich hatte neulich einen Fall, da hat ein Mädchen ein Armband mit Free Gaza drauf. Und dann kamen wir ins Gespräch über Geografie. Für sie hätte Gaza auch in Australien sein können. Sie hatte einfach keine Ahnung, sie konnte auf der Karte nicht zeigen, wo Gaza sich befindet. Und mit solchen Problemen kämpfen wir. Das heißt, natürlich können wir wieder neue Studien machen und neue Forschung und neue Kategorien für antisemitische Vorfälle, von wem und wann sie gemacht wurden. Aber aus der Kölner Perspektive ist das verlorene Mühe. Wir müssten eigentlich diesen Kindern Wissen an die Hand geben, sodass sie die Fähigkeit haben, selbst zu urteilen und zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind und sich selbst ein Urteil zu bilden. Sind wir schon bei den Strategien? Kurz in einem Statement vom Anfang bis zum Ende, alles schon einmal kurz angedeutet. Sehr gut.
Das mit der Unterteilung hat nicht so funktioniert. Ja, nee, aber das macht nichts. Das mit der anderen Unterteilung auch nicht, ist auch nicht schlimm. Dervish Hisatchi, da machen wir gleich mit dem nächsten Praktiker weiter. Sie haben 2017 mal in einem Interview gesagt, nach einem Übergriff auf einen jüdischen Schüler, Sie könnten sich einen Anstieg solcher Taten vorstellen. Jetzt ist bald Ende 2018. Letzte konkrete Frage zu dieser Studie eben auch an Sie. Die besagt eher, diesen Anstieg kann man so nicht nachweisen. Passt das auch für Sie, wenn Sie auf Ihre Praxis gucken, auf die praktische Arbeit, die Sie tun, wo Sie schon 2017 mal dachten, das wird schlimmer und es wird diesen Anstieg geben? Genau, 2017 hatten wir einige Fälle, die auch über die Medien bekannt wurden und für Aufsehen gesorgt haben, unter anderem auch einen Gürtelschläger das war dieses Jahr, 2017 hatten wir den Fall Friedenau, glaube ich. Und Ende 2017 hatten wir die Vorfälle am Brandenburger Tor. So, dass man den Anschein hatte, in dieser Periode der Aufs und Abs sind wir wieder irgendwo, wo es Häufungen geben wird. Die haben sich bisher 2018 weder statistisch noch nach unseren Erfahrungen bestätigt. Also decken sich meine Erfahrungen auch mit denen der Untersuchung, die hier vorgestellt worden ist. Nun habe ich aber mit sehr vielen Juden zu tun. Ich spiele selber bei Maccabi auch Fußball und die Wahrnehmungen meiner Freunde decken sich dann mit dem Zitat, was Herr Klein sowohl auch in den Medien als auch hier erneuert hat. Das heißt, wir bewegen uns irgendwo zwischen Wahrnehmungen von Menschen, die auch danach dann gefragt werden und Statistiken, die irgendwie erfasst werden. Und hier haben wir das Dilemma, wenn wir zwischen Juden und Muslimen versuchen, uns diese Statistiken anzuschauen, dass Juden sagen, diese Statistiken sind problematisch, denn sie spiegeln nicht unsere Erfahrungen wider. Also irgendwas muss an diesen Statistiken faul sein. Es wird wahrscheinlich falsch erfasst. Herr Klein hat es versucht, ein bisschen auszuführen mit dem Beispiel der Schmiererei, die dann als aus rechts eingestuft wird oder kategorisiert wird. Es könnte auch ein Moslem sein, hat Herr Klein gesagt. Und auf der anderen Seite gibt es Muslime, die sagen, naja, wir haben hier einige Statistiken, die eindeutig zeigen, Muslime sind es nicht. Muslime sind nicht die Hauptverursacher des Antisemitismus in diesem Land, sondern bei rund 90% liegen diese Straftatbestände und so weiter im rechten Spektrum. Wieso gibt es aber immer noch einen fokussierten Blick auf Muslime im Kontext Islam? Obwohl man hier in einem Land lebt, also das wissen dann Muslime auch stereotyphaft, wo man sehr gut Statistiken erfassen kann, wo man sehr sauber ist, was das Protokollieren angeht. Also irgendwo ist da der Wurm drin und neue Zahlen sind wichtig, deshalb unterstütze ich das Vorhaben von Felix Klein, da mal noch genauer hinzuschauen. Aber genauso wichtig wird es dann auch sein, diese Zahlen verständlich zu kommunizieren und zu vermitteln. Denn bisher haben wir Zahlen, bisher haben wir Studien, die möchte ich nicht kleinreden und auch in keinster Weise schlecht reden, aber für die gesamtgesellschaftlichen Diskurse hat es bisher nicht viel gebracht. Denn wir haben auch, mir ist die Sprengkraft jetzt dieser Bezeichnung durchaus bewusst, als jemand, der seit vielen Jahren gegen Antisemitismus professionell und ehrenamtlich arbeitet, erlaube ich es mir aber dennoch, das zu sagen. Ich warne vor einer Antisemitismus-Hysterie, denn die notwendige mediale Aufmerksamkeit und auch, dass dieser Raum hier schon voll ist, erfüllt mich mit Freude, denn ich habe scherzhaft eingangs gesagt, ich saß auch schon in Veranstaltungen, wo auf dem Podium mehr Menschen saßen als im Publikum. Das ist diesmal trotz der Größe hier oben nicht der Fall. Aber wir müssen auch irgendwo schauen, dass das eine konstruktive Ebene beibehält. Sonst haben wir bald, und ich möchte Felix Klein nicht zu nahe treten, denn ich bin sehr froh, dass er
in Anführungsstrichen der Antisemitismusbeauftragte Deutschlands ist. Aber wir haben bald mehr Antisemitismusbeauftragte in diesem Land als Juden. Und das darf nicht der Fall sein. Und das sage ich zugespitzt, weil mir wichtig ist, dass das Ganze weiterhin zielführend bleibt und konstruktiv bleibt. Und zielführend und konstruktiv heißt auch zusammenführen. Wenn wir in diesem Kontext über Muslime sprechen, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir Muslime in diesem Kampf gegen Antisemitismus als Mitstreiter gewinnen und nicht ständig auf die Anklagebank setzen. So kommen wir nämlich nicht weiter. Das war jetzt auch schon, da war auch schon so viel drin, aber auf die Antisemitismus-Hysterie muss auf jeden Fall jemand aus dem Podium reagieren, oder? Das ist doch eine Ansage. Ich weiß nicht, Herr Klein, vielleicht direkt? Also in der Tat. Ja, also warum haben wir überhaupt für die, sagen wir mal, wie viele Juden gibt es in Deutschland? 250.000 vielleicht, also 100.000, die bei den Gemeinden registriert sind und dann vielleicht nochmal 150.000 dazu, also ein ganz geringer Teil der Bevölkerung. Warum ist das Thema so wichtig? Zum einen, weil es ein Lackmustest ist. Wenn wir Erfolge bei der Bekämpfung des Antisemitismus haben, dann sagen, erledigen wir, mal salopp gesagt, viele Probleme, die Gesellschaft an sich hat, gleich mit. Und wir machen das ja auch nicht primär für die Juden und Jüdinnen in diesem Land, sondern für die eigene Gesellschaft. Ich bin dazu da, um mitzuhelfen, dass wir uns befreien vor Antisemitismus als deutsche Gesellschaft. Und das ist hochgradig wichtig und was ein entscheidender Faktor ist, wir müssen eben auch die Sensibilität in der Bevölkerung erhöhen. Antisemitismus muss schon auch erkannt werden, vielleicht nicht von der Schülerin, die Free Gaza auf ihrem also Band hat, aber wir müssen die Fähigkeiten von Lehrern, von Polizisten, von der allgemeinen Bevölkerung erhöhen, Antisemitismus zu erkennen und dagegen vorzugehen, in jeder Form, also wenn es sekundärer oder auch primärer Antisemitismus ist. Das halte ich für wichtig. Und Antisemitismus wird auch häufig als Unwissenheit vielleicht begangen. Also wenn wir dieses Urteil des Amtsgerichts Wuppertal, was Sie ja schon erwähnt haben, sehen, da hat der Richter damals einen Angriff von zwei Palästinensern auf eine Synagoge mit einem Molotow-Cocktail nicht als antisemitischen Akt eingeordnet, weil er sagte, das ist ein allgemeiner Frust, also es ist zwar schon eine Sachbeschädigung, aber ein Frust über das, was in Israel passiert. Aber wenn man ehrlich, also ein Angriff mit einem Molotow-Cocktail auf eine Synagoge, was ist das denn anders als ein antisemitischer Tat? Also das ist ja völlig, also alles ein Symbol der jüdischen Gemeinde wird attackiert. Also das heißt, ich helfe damit, dass wir das erkennen, dass wir Sensibilität steigern. Und warum ist es jetzt auch wichtig, dass in allen Bundesländern Beauftragte eingerichtet werden sollten, nach meinem Dafürhalten? Weil der Großteil der Maßnahmen, die jetzt in Frage kommen, da sprechen wir ja sicher auch drüber, liegen in der Zuständigkeit der Länder. Wenn wir über Bildung sprechen, über innere Sicherheit, also Polizeifragen, alles oder auch Zuständigkeit für Gedenkstätten, also inwieweit wir mit gedenkpolitischen Maßnahmen Antisemitismus bekämpfen können, auch denen unter Muslimen. Das ist Länderzuständigkeit. Deswegen wünsche ich mir viele Antisemitismusbeauftragte. Übrigens, also im Grunde jeder müsste Antisemitismusbeauftragter sein. Aber wenn ich kurz nachfragen darf, wie soll das gelingen? Sie hatten Gedenkstätten eben erwähnt, wenn doch es Zahlen gibt, die sagen, dass immer mehr, und ich rede jetzt von autochthonen Deutschen, die also keine Muslime sind, keinen Migrationshintergrund haben, sagen, wir wollen nicht mehr diese Erinnerungskultur, wir wollen uns nicht mehr damit assoziieren, was im Dritten Reich passiert ist, wir wollen jetzt einen Schlussstrich. Wir haben auch eine Partei, die heutzutage im Bundestag sitzt, die das auch lanciert. Müssen wir nicht, und noch ein weiterer Aspekt, wenn wir Menschen haben, die jetzt aus dem Ausland hierher kommen, die also auch keinen Bezug haben zum Dritten Reich, müssen wir nicht auch als Gesellschaft überlegen, weil eine Gesellschaft braucht Erzählung, braucht Geschichte, die ein soziales Wir schafft, müssten wir nicht auch überlegen, wie wir statt nur zu gedenken, eine Erzählung finden, das für unsere heutigen Herausforderungen, die wir haben, vom Dritten Reich, von der Shoah, die auch der Bevölkerung signalisiert, es geht hier nicht nur um Erinnerung, sondern etwas, was hochaktuell ist, etwas, was eine Verantwortung ist, die auch mit der Geschichte unseres Landes
verknüpft ist, sonst erklärt sich ja auch gar nicht der erste Satz im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, weil sie erklärt sich, weil sie eben angetastet worden ist. Und eine Erzählung, wo wir auch Menschen, die herkommen, die sagen, ich habe doch damit nichts zu tun, meine Vorfahren haben hier nicht gelebt, aber die dann trotzdem verstehen, ja, ich verstehe es und ich verstehe, dass Integration auch bedeutet, dafür Verantwortung zu übernehmen. Und das, glaube ich, erreichen wir nicht, wenn wir nur ja, eine Erinnerungskultur betreiben, was wir schon lange, lange Zeit machen. Und wir merken aber, in der Bevölkerung gibt es zunehmend einen Widerstand dagegen. Also ich halte die Arbeit der Gedenkstätten gerade jetzt sehr wichtig, um gerade auch diese Leute, also auch gerade die eben nichts sozusagen direkt mit ihren Familien, mit der Nazizeit zu tun haben, einzubeziehen. Die Leiterinnen und Leiter von Gedenkstätten sagen mir, wenn sie muslimische Schulklassen zum Beispiel haben, dann reagieren die Jugendlichen genauso erschüttert und betroffen wie alle anderen auch. Das sind also urmenschliche Instinkte und sie sagen jetzt recht, die Würde des Menschen, das versteht jeder, das versteht ein Christ, ein Nichtgläubiger, ein Jude, ein Muslim. Und das sind eben die Instinkte, die wir wachrufen müssen, das Anständige im Menschen, dass wir aber natürlich hier immer zeigen können, wir haben in Deutschland nun mal können wir zeigen, wohin ein absolut krankhafter, übersteigerter Antisemitismus mal hingeführt hat. Dieses gibt es in anderen Ländern eben so nicht und wir müssen die Gedenkstätten in die Lage versetzen, auch Angebote zu machen, das eben alle anspricht und nicht nur in der Tat mit einer ritualisierten Gedenkkultur agieren. Und vielleicht noch als letztes, in der Tat ist es hochbedenklich, wenn also unsere Gedenkkultur mit einer Schlussstrich-Diskussion in Verbindung gebracht wird, also wenn Menschen eine erinnerungspolitische Wende fordern über 180 Grad, das ist genau der falsche Weg und da müssen wir die Gedenkstätten stärken, dass solche Sätze keinen Widerhall finden. Jetzt sind wir schon bei der Erinnerungskultur gelandet. Ich wollte noch einmal zurück und dann noch mal abbiegen von dem, was Sie, Herr Isaci, gesagt haben. Also wir hatten einmal den Blick, den Sie, also Sie haben ja sehr unterstrichen, dieser fokussierte Blick auf die Muslime ist problematisch. Und mir fiel dabei noch ein, dass es natürlich auch in der Studie von Matthias Berig, der sich vielleicht noch mal gerne einmischen könnte, ja auch noch mal Ihre Erkenntnis auch gibt, dass wenn man über Antisemitismus spricht und auch von Menschen, die zugewandert sind und so weiter, man vor allem erst mal noch mal ganz genau drauf gucken muss, wie eben die deutsche Mehrheitsgesellschaft aufgestellt ist und wie da die Grundlage ist, auf die jemand trifft, der dazukommt und der natürlich nicht so ganz toll aufgeklärt mit der richtigen Position versehen wird, sondern dass wir eben selber überhaupt gar nicht weit genug davon entfernt sind, dass wir in Klammern, wir sind immer, das ist immer eine doofe Formulierung, aber vielleicht können Sie das nochmal ausführen, also genau den Aspekt auch Ihrer Untersuchung, dass es natürlich auch alles sehr damit zu tun hat und das passt vielleicht dann auch zu Ihrer Anmerkung mit dem Narrativ sozusagen der deutschen Geschichte, dass natürlich auch der Antisemitismus nicht einfach eben importiert wird, sondern da ist, was wir auch schon hatten, aber da haben Sie auch noch mal ein paar wichtige Erkenntnisse innerhalb dieser Untersuchung zusammengetragen. Ja, das ist eigentlich eins der zentralen Ergebnisse, dass es halt nicht als separater Antisemitismus der Geflüchteten, der Zugewanderten angesehen werden muss oder kann, sondern dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem bleibt. Wir haben in Deutschland ein stabil zu hohes Niveau von 10% der Bevölkerung, die relativ manifest und offen dazu stehen, Antisemiten zu sein, also zumindest, nee, nicht Antisemiten zu sein, aber zumindest was gegen Juden zu haben. Und ca. 20%, die über verschiedene Umwegkommunikation auch die gleichen Einstellungen äußern, aber sehr wohl wissen, was die Sprechverbote sind. Vielleicht eine Ergänzung zu Herrn Isaci. Eigentlich ist es sogar so, dass es nicht nur mehr Antisemitismusbeauftragte als Juden, sondern vielleicht sogar mehr Antisemitismusbeauftragte als Antisemiten gibt, weil niemand will, also niemand stellt sich hin und sagt, ich bin Antisemit, es gibt eigentlich kaum. Und das ist immer ein zentrales Element der öffentlichen Diskussion, auch dass immer darüber geredet wird, über Sichtbarkeit, über das Problem Antisemitismus, aber es ist immer die andere Gruppe, es sind immer die anderen. Es sind dann entweder nur die Rechten oder nur die Muslime oder nur die Linken. Es ist sehr selten, dass gesellschaftliche größere Institutionen oder Organisationen bereit sind, irgendeine Art von Selbstkritik überhaupt nur anzunehmen, darüber nachzudenken. Und das ist gleichzeitig ganz wichtig für die Diskussion darum, was machen wir mit, also wie geht die Gesellschaft damit um, wenn Menschen zuwandern, die aus Gesellschaften kommen, wo Antisemitismus Staatsdoktrin ist.
weil Menschen können ihre Einstellung ändern. Das können sie aber nur, wenn sie auf die entsprechenden Zustände treffen. Und da fällt mir mal eine Anekdote ein, die auch im Rahmen der Studie erzählt wurde. Eine Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstätte für Geflüchtete, wo dann so ein syrischer Jugendlicher dann sagt, ja, großer Bruder Adolf Hitler, cool. Und die Reaktion des Betreuers, des ehrenamtlichen Betreuers dann halt nicht ist, Grenzen aufzuzeigen und sagen, das ist den und den Gründen Quatsch oder Mist oder nicht gut, sondern dem nichts Besseres einfällt, als zu sagen, ja, das ist schon schlimm, was die Israelis mit den Palästinensern machen. Wenn das die Zustände sind, dann ist natürlich sind schlechte Voraussetzungen gegeben, dass sich antisemitische Einstellungen ändern. Sondern dann wird eher der Eindruck vermittelt, das ist ja hier ganz angesehen, das kann man ja machen. Und das wird, wie gesagt, nicht zu Einstellungsänderungen führen. Und letztlich ist die große Gefahr, die ich sehe, das sehe ich auch als Ergebnis dieser ganzen Studie, ist, dass die Antisemitismuskritik auch ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt in Deutschland, weil zunehmend, das lässt sich gut beobachten, zum Beispiel auch bei der AfD, die von ihren UnterstützerInnen her, als auch vom Kader her, eine wesentlich höhere Antisemitismusquote hat als der Rest der Bevölkerung und trotzdem sich Teile hinstellen und sagen, sie finden die israelische Politik gut und das halt benutzen als antimuslimisches Vehikel. Das betrifft nicht nur die AfD, das findet sich relativ breit in der Gesellschaft, diese Argumentation. Also wir haben das Problem, dass, wie ich sagte, Selbstkritik fehlt, also Antisemiten sind immer die anderen, das ist dieses Externalisierungsphänomen, dass der Antisemitismus, den vielleicht auch in der eigenen Organisation oder bei einem selbst vielleicht irgendwie auch da ist, auf andere nur projiziert wird. Das zweite Problem ist die Legitimierung von ganz anderen politischen Einstellungen oder Forderungen, seien es jetzt Forderungen nach mehr Polizei oder nach mehr Sicherheit oder nach mehr Überwachung oder seien es Forderungen, die eher einen rassistischen Hintergrund haben, die mit Antisemitismuskritik legitimiert werden. Das sind ganz große Probleme für die Kritik und für den Kampf gegen Antisemitismus, weil dadurch die Glaubwürdigkeit leidet. Und wenn die Glaubwürdigkeit dadurch angegriffen wird, ist wieder eine Voraussetzung schlecht gegeben für Leute, die dazukommen, das anzunehmen, also eine Kritik am Antisemitismus anzunehmen. Weil wenn das nicht vorgelebt wird, wenn es nicht von der Gesellschaft, von der Mehrheitsgesellschaft nicht vorgeführt wird, was das ehrlich bedeutet, gegen Antisemitismus zu sein und dagegen zu handeln, und das eben nicht nur beim Reden zu belassen, sondern auch zu handeln, dann wird das sich nicht verbessern. Ich würde gerne kurz was sagen. Das, was Herr Berek zuletzt gesagt hat, ist eigentlich das Phänomen der politischen Funktion, die Antisemitismus immer wieder entweder zugesprochen wird oder bekommt. Und in den letzten 1 bis 2 Jahren haben wir vor allem hier die Beobachtung machen können, dass Antisemitismus sehr oft funktionalisiert wurde und regelrecht missbraucht wurde, um als Werkzeug oder Waffe gegen eine andere bereits marginalisierte, diskriminierte Gruppe vorzugehen. Und davor müssen wir wachsam sein. Allein die Bezeichnung importierter Antisemitismus. Also ich bin jetzt kein Sprachforscher, aber wenn ich mir so ein bisschen Gedanken darüber machen würde, dann erkenne ich schnell, dass Antisemitismus kein Produkt ist oder keine Ware ist. Und dass man, wenn man von importierten Antisemitismus spricht, man eigentlich über Einwanderer sprechen möchte, über Flüchtlinge sprechen möchte, über Muslime sprechen möchte. Indem man aber so ein Vokabular benutzt, findet auch gleichzeitig eine Entmenschlichung statt. Ja? Das ist kein Produkt, das ist keine Ware. Diese Menschen kommen vielleicht aus Ländern und auch die Beschreibung aus Ländern, wo Antisemitismus Staatsdoktrin war. Es ist jetzt nicht so, dass man in Syrien nichts anderes gemacht hat als Volkssport, als Antisemitismus-Dehnübungen. Hier haben wir auch als Staatsdoktrin das Grundgesetz, das erste gleich vorweg, die Würde des Menschen ist unantastbar, wurde schon gesagt, aber wir bekommen mit, dass man sich auch hier nicht immer an Staatsdoktrin hält. Also ist die Tatsache, dass wir hier Einwanderung haben, auch mit Fluchtmotivation, eigentlich auch als Chance, also wir hätten das auch als Chance sehen können, dass diese Menschen, die hier neu ankommen, und das sind unsere Erfahrungen, Kiege hat auch ein Projekt mit Geflüchteten, dass diese Menschen Tabula rasa machen wollen.
dass sie Sachen ablegen wollen, dass sie auch etwas Neues lernen wollen, das Judentum verstehen wollen, auf Jüdinnen und Juden auch zugehen wollen. Und das hat man vor allem auch im ehemaligen Rathausgebäude in Wilmersdorf festgestellt, vor knapp 3 Jahren, als es da losging und das in eine Flüchtlingsunterkunft, / Notunterkunft umfunktioniert worden ist, wo auch Menschen, auch unter anderem, glaube ich, aus der Frenkelufer Synagoge da mitgewirkt haben, dass man da sehr viele positive Erfahrungen gemacht hat. Also ich möchte das in diese Richtung lenken. Ich habe weder was gegen die Aufmerksamkeit, die das Thema Antisemitismus bekommt. Ganz im Gegenteil, dafür haben wir lange auch gekämpft und gearbeitet und das ist gut. Ich möchte nur nicht, dass wir den konstruktiven Moment verpassen. Und auch Antisemitismusbeauftragte und die Wichtigkeit und auch die Häufigkeit davon möchte ich nicht in Abrede stellen. Das ist eine zentrale Forderung des Expertenberichts, des unabhängigen Expertenkreises aus dem letzten Jahr des Bundestags. Ich wurde sogar beim vorletzten Podium gefragt, brauchen wir nicht eigentlich aufgrund der Zustände in Deutschland aktuell einen Rassismusbeauftragten oder so, anstelle eines Antisemitismusbeauftragten. Ich habe gesagt, ich kenne Felix Klein jetzt seit einiger Zeit und wenn wir Felix Klein als Antisemitismusbeauftragten haben, brauchen wir keinen zusätzlichen Rassismusbeauftragten, denn er hat diesen differenzierten Blick, er denkt diese anderen Phänomene mit, artikuliert diese, benennt diese und hat da ein wachsames Auge. Und der andere Antisemitismusbeauftragte in Deutschland, den ich persönlich kennenlernen durfte, Michael Blume aus Baden-Württemberg, ist ein ähnlicher Typ Mensch. Mir ist nur wichtig, dass diese Personen, diese anderen Formen von Diskriminierung, Intoleranz und die Gefahr auch dieser Funktionalisierung oder Reduzierung von Antisemitismus oder das Gegeneinander ausspielen dieser Phänomene oder der Erschaffung eines Rankings unterschiedlicher Phänomene, dass sie das im Blick haben und überall, wo es notwendig ist, auch benennen und mitdenken. Herr Klein, wenn Sie wollen, können Sie natürlich gleich antworten, weil das auch natürlich eine wichtige Frage ist. Ich habe so zwei Sachen im Kopf. Einerseits würde ich gerne von Ihnen, Herr Saatchi, noch mal genauer wissen, ob diese Art der Instrumentalisierung des Antisemitismus auch konkrete Auswirkungen hat auf Jugendliche, mit denen Sie arbeiten, dass da auch klar ist, wir sind mehr Opfer als die anderen. Die anderen kriegen mehr Aufmerksamkeit. Also gibt es sowas, was Sie jetzt auch ansprechen mit dem Fokus auf Muslime, was sich dann auch auswirkt in der Arbeit und in dem Zusammenleben, weil möglicherweise ankommt, antisemitische Beleidigungen sind schlimmer, als wenn ein muslimisches Mädchen beleidigt wird. Gibt es das, was ja Ergebnis sein könnte, auch von einem Fokus, der sich mal mehr auf die eine, mal mehr weniger auf die andere Gruppe richtet? Und gleichzeitig müssen Sie natürlich unbedingt was zu dieser Ranking-Geschichte auch natürlich sagen, weil das wichtig ist. Und jetzt dürfen Sie selber entscheiden, wer zuerst antwortet. Mit einem Beispiel, ich habe von einer Lehrerkollegin gehört, als es diesen Friedenauer Fall gab, dass sie gesagt hat, naja, Mobbing haben wir doch ständig und überall. Nun trifft es einen Juden und da ist der Aufschrei groß. Sie ist sich über ihre Aussage vielleicht gar nicht bewusst. Für mich ist das aber dennoch eine Chance bzw. ein Moment, um darüber nachzudenken, wie die Art und Weise, wie wir das Thema Antisemitismus behandeln, auch als Menschen, die in diesen Debatten häufiger vorkommen, dass wir da eine Diskursverantwortung haben. Als ich vorhin das Beispiel mit den neuen Zahlen genannt habe, es ist genauso wichtig, diese Zahlen richtig zu kommunizieren und zu vermitteln. So ist es auch, dass wir ordentlich vermitteln, was in Friedenau passiert ist und auf den Unterschied hinzuweisen oder auch deutlich zu machen, vielleicht gibt es ja gar keinen Unterschied, aber jetzt hat es einen Juden getroffen und wir müssen, wie bei allen anderen Beispielen und Fällen auch, hier dagegen aufstehen und vorgehen und kämpfen. Ich selber in meiner täglichen Arbeit unterscheide nicht, ob im Unterricht du Jude als Schimpfwort fällt oder du Zigeuner. Also ich sage jetzt nicht erstmal hinten anstellen, wir müssen erstmal das hier klären, sondern dann wird über Beschimpfungen und Schimpfwörter, über Sprache
gesprochen. Also wir planen dann auch nicht sofort einen Gedenkstättenbesuch, sondern sagen, okay, wir müssen uns mal darüber austauschen und Gedanken machen, was Äußerungen mit uns und mit Menschen, die um uns herum sind, machen. Dann mache ich zum Beispiel eine Tabelle und lasse die Kinder natürlich alles ganz ordentlich per Handzeichen melden, rankommen und dann sprechen. Da dürfen sie auch ein Wort Antworten geben, wo sie sonst eher gebeten werden, ganze Sätze zu sprechen. Dann dürfen sie auch mal sagen, was für Schimpfwörter sie kennen. Und zu unser aller Erstaunen kommt einiges zusammen. Und dann wird geclustert. Dann kann man nämlich sagen, okay, das ist homophob, das ist sexistisch, das ist rassistisch, das ist antisemitisch. Dann bekommt man eine Ahnung von. Also wir brauchen auch immer irgendwo eine Hinführung zu etwas. Diese Unterscheidungen sind vor allem deshalb wichtig, damit man adäquat passende Handlungsstrategien sich ausdenkt. Nicht um zu relativieren, nicht um ein Ranking zu schaffen oder sonst was. Ich unterscheide und differenziere vor allem aus dem Grund, um passende Lösungen zu finden. Ja, möchten Sie gleich? Ja, also Ihre Frage gibt mir auch Gelegenheit, noch mal etwas zu sagen, was ich vorhin schon loswerden wollte, was vielleicht auch heute Abend noch nicht hinreichend klar ist. Wir sollten uns auf keinen Fall einlassen in eine Hierarchisierung jetzt. Welche Form von Antisemitismus ist gefährlicher? Der von rechts, der von den Muslimen ausgeht oder der von links? Ich finde, das Bild muss eher sein, wenn wir einen antisemitischen Vorfall haben oder schlimmer noch eine Straftat, ist eben eine rote Linie überschritten. Und egal, woher die kommt, die Aggression, es ist eben ein Fall zu viel und wir müssen uns in voller Wucht dagegen wenden, egal im Grunde, wie groß die Zahlen sind. Das ist das Erste. Und genau so meine ich auch, ist das jetzt, wenn natürlich Kopftuch tragende Frauen, Musliminnen belästigt werden, ist das genauso wenig hinnehmbar wie jede antisemitische Attacke. Das ist doch völlig klar. Und das muss man eben auch sagen, das ist kurz gegriffen und also geradezu unredlich ist, jetzt eine Minderheit gegen die andere auszuspielen oder so. Das wird nicht gelingen, das müssen wir uns ganz, also auch ganz klar machen. Und insofern finde ich, ist auch also der Kampf gegen Antisemitismus auch ein Anliegen, der auch deswegen von muslimischer Seite ein guter Kampf ist, weil er eben zeigt, das ist ein Angriff auf eine andere Minderheit, das ist genauso wenig hinnehmbar. Da kann man die Solidarität der natürlich auch einfordern, wenn man sich dann dagegen wehrt. Und ich begrüße es auch sehr, dass der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland immer wieder Stellung nimmt, wenn auch an der Moschee angegriffen wird oder also wenn da etwas passiert, genauso wie eben auch Muslime. Herr Masiek hat sich ja mehrfach auch geäußert, öffentlich und gesagt hat, es ist nicht hinnehmbar, auch für Muslime, wenn Synagogen angegriffen werden. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und noch einmal, in Deutschland hat natürlich die also Antisemitismus auch aufgrund unserer Geschichte eine so hoch emotionale und wichtige symbolische Bedeutung, dass das eben auch meines Erachtens so ein Amt rechtfertigt. Bitte. Aber sind wir da nicht bei diesem Narrativ, was ich meinte? Weil Sie haben eben gesagt, es ist genauso wenig hinnehmbar, dass es antisemitische Straftaten gibt, wie auch muslimfeindliche Straftaten. Das Verständnis, und ich glaube, das ist noch nicht hinreichend angekommen, dass wir sind eine multireligiöse Gesellschaft, dass der Auftrag des ersten Artikels des Grundgesetzes nicht nur ein Auftrag an die Institutionen ist, sondern eigentlich Zivilcourage von jedem Bürger erfordert, dass das auch eine Botschaft ist, die das, wir kommen zwar aus diesem tiefen Zivilisationsfall, aber aus dem kann auch was Gutes entstehen, wenn jeder Bundesbürger versteht, dass die Würde des Menschen, ob welcher Sexualität er angehört, welche Hautfarbe, welche Religion, in unserer Gesellschaft Rassismus oder Menschenfeindlichkeit hinsichtlich eines Merkmals nicht geduldet wird. Und ich glaube, wir machen schon eine Hierarchisierung von Rassismus, Antisemitismus oben und was ich auch vor allem sehe im Politiksprech. Die ganze Diskussion über Islam gehört zu Deutschland und die
doch Verschiebung von der Grenze dessen, was sagbar ist, merke ich schon, dass das vielleicht auch in Teilen von denen, die es besser wissen müssten, eigentlich gar nicht verinnerlicht ist. Und da sehe ich doch eine positive Botschaft, zu sagen, es ist der Auftrag eines jeden Bürgers. Zivilcourage, die Würde des Menschen ist unantastbar, wo wir auch alle mitnehmen können und wo wir auch alle überzeugen können, auch die Menschen, die herkommen und natürlich ergänzend mit dem Fokus aufgrund unserer Geschichte auf den Antisemitismus, die Gedenkstätten mit einbeziehen. Da bin ich ein ganz bisschen, aber mir fehlt halt auch von der, von denen, die politische Verantwortung haben, dieser Blick nach vorne, der uns alle mitnimmt. Also wünschen Sie sich doch eher einen Rassismusbeauftragten, nein, um die Hierarchie rauszunehmen? Nein, ich wünsche mir ein Narrativ, dass wir verstehen, dass ein Angriff auf jemanden, der eine Kippa trägt, ist nicht hinnehmbar und ein Auftrag an jemand, ein Angriff auf eine Frau, die ein Kopftuch trägt, ist auch nicht hinnehmbar, weil wir verinnerlichen, dass in unserem Land die Würde des Menschen unantastbar ist. Und dass wir, wenn wir das sehen, die Zivilcourage haben, aufzustehen, wenn einer im Bus schreit, ey du Jude, dass wir ihn ansprechen. Und genauso ist, wenn wir Muslimfeindlichkeit im Alltag erleben, dass wir genauso dieselbe Zivilcourage haben. Und das kann für mich ist das eine positive Kraft, die mir sagt, das ist der Auftrag, das ist das, was die Pflicht im positiven Sinne eines Staatsbürgers der Bundesrepublik Deutschland ist. Und das ist für mich etwas, was mich nicht nur immer wieder an die Erinnerungskultur, da ist mal was Schlimmes passiert, sondern was mir einen Auftrag gibt, der in die Zukunft hin weist. Genauso in der Theorie sollte das ja hier eigentlich auch genauso sein. Was muss passieren? Weil Sie trotzdem natürlich sagen, was Sie selber die Hierarchisierung nochmal aufgemacht haben, ganz oben der Antisemitismus und dann, das haben Sie nicht ausgeführt gerade, aber wo kommt es dann her? Also von welcher Stelle, wenn wir jetzt gerade hier über Institutionen und was wir alle so hier tun auf diesem Podium und wer sich gerade wo wie engagiert, wo sehen Sie da das Publikum sicherlich als Adressat, aber wen noch? Vielleicht eine andere Reflexion, wie ich auf den Gedanken komme. Mir ist es halt aufgefallen, in der Schulzeit hier aufgewachsen, man hat natürlich im Unterricht, Deutschunterricht, Sozialkunde und Geschichte, man behandelt die Vergangenheit. Aber es gibt nicht den Imperativ, was bedeutet das für jetzt? Zumindest war das bei mir so. Und für mich war das lange Zeit etwas schwierig. Und ich glaube, es geht so vielen jungen Menschen muslimischen Glaubens in dem Land, wie kriege ich das eigentlich jetzt zusammen? Diese deutsche Staatsräson, diese Verantwortung gegenüber Juden, auch die Verantwortung gegenüber dem Staat Israel, wenn aber gleichzeitig ich das Problem habe, auf dem Nahostkonflikt, das sind ja Palästinenser mehrheitlich muslimisch, die Teil dieser Gemeinschaft sind. Wie kriege ich das zusammen? Das ist ein Zwiespalt, über den wir überhaupt nicht thematisieren. Wir sind da, glaube ich, sehr stark in unserer sehr deutschen Perspektive, aber sehen nicht, wir müssen hier Brücken schlagen. Und es war ein sehr, sehr langer Prozess, den ich auch die Begegnung mit Juden verdanke, dass ich da eine Brücke für mich gefunden habe. Einfach sagen, dieser erste Satz im Grundgesetz, weil die Herrschaft des Nationalsozialismus, natürlich die Shoah, aber auch die Verfolgung von Roma, 219.000, die umgebracht worden sind von Behinderten, von Homosexuellen, von politischen Gegnern, hat mir klargemacht, es geht da um noch mehr. Es geht da wirklich, dass die Würde des Menschen aufgrund irgendeines Merkmals angetastet worden ist. Und dadurch die Würde des Menschen auch ein wichtiger Bestandteil im islamischen Denken ist, konnte ich da zum ersten Mal für mich eine Brücke bauen. Aber es hat ganz, ganz lange gedauert, weil ich auch gemerkt habe, dass auch deutsche Lehrkräfte nicht in der Lage waren, über die Erinnerungskultur, über das Bedauern, was mal passiert ist, eine Botschaft für die Zukunft weiterzugeben. Und das vermisse ich. Und wir schaffen es manchmal nicht, die deutsche Geschichte so zu erzählen, dass wir Leute mitreißen können, dass wir ihnen das waren die Amerikaner viel besser, eine Botschaft geben, was es bedeutet, welchen Auftrag man hat eben als Bürger. Und das würde ich mir mehr wünschen und ich glaube, das würde mehr Begeisterung auslösen. Und wer das gut macht, aber in einer anderen Richtung, ist die AfD und Pegida. Die erzählen eine andere Erzählung. Die sagen, der Holocaust, das war, oder die Zeit des Dritten Reiches, das war nur Vogelschiss.
Und da ist eine glorreiche deutsche Geschichte, an die wir anknüpfen können. Und das zieht Menschen an, weil die Menschen eben das Gefühl haben, sie wollen eben sich mit etwas Positivem verbinden und nicht mit dieser Katastrophe des Dritten Reiches. Und da müssen wir einfach in der Erzählung besser werden. Und das ist natürlich auch eine rhetorische Aufgabe an diejenigen, die Politik machen. Irina Flieter, hallo. Das kommt davon, wenn man am Anfang schon den Anfang und die Lösung und alles präsentiert. Nein, Spaß. Aber gerade an der Stelle dachte ich, das ist doch, also was Herr Mutaza sagt, ist total klar. Also die Forderung, und die geht natürlich an die Politik und an die Bildungseinrichtungen, und die haben Sie ja auch schon erwähnt. Aber wie politisch, erstens, sind die Gespräche bei den Menschen, die sich bei Ihnen gegenseitig begegnen und die teilweise keine Ahnung haben, wie wir vorhin schon gehört haben, aber die trotzdem natürlich merken, irgendwie sind wir unterschiedlich und es gibt irgendwie was zu besprechen? Und wie sehr sehen Sie genau so einen Auftrag auch als den Ihren an, dass man tatsächlich erklärt, wie Deutschland funktionieren könnte, wie es gehen könnte, wenn hier verschiedene Menschen einfach miteinander leben und sich nicht hierarchisch voneinander opfermäßig oder tätermäßig abgrenzen und alle nur versuchen, ihre Position zu finden? Jetzt habe ich wieder so viele Fragen, dass ich doch einmal einen ganz Umschlag machen muss. Ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, dass wir einen neuen bzw. ein Parallelnarrativ haben. Schließen sich ja nicht aus. Nur weil wir Gedenkstätten-Narrativ haben, heißt es nicht, dass wir den anderen nicht haben und vice versa. Aber ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen in diesem neuen Narrativ, und um auch vielleicht ein bisschen den Titel der Veranstaltung zu retten, dieses Importieren von Antisemitismus passiert ja nicht nur, wenn ein Mensch von A nach B kommt. Also wir sehen, dass dieser Import geht weiter durch Fernsehen, durch soziale Medien, durch Austausch mit anderen Ländern. Also wie gesagt, zweite, dritte Generation gucken weiterhin Fernsehsendungen, die nicht Menschenrechte an Nummer eins stellen, die nicht die Menschenwürde respektieren. Also da kommt noch ein weiterer Import und Einfluss, gegen den wir natürlich ein Narrativ brauchen und gegen den wir auch lernen müssen zu argumentieren. Also so unwirklich uns das erscheint, dass man Homosexuelle nicht verbrennt oder Israel und Juden nicht verteufelt, das ist ein Narrativ, der weiter zum Teil nach Deutschland fließt. Da ist es unsere Verantwortung, dagegen Argumente zu entwickeln. Wie sehr politisch die Diskussionen in meinem Projekt sind, tatsächlich nicht so sehr. Also es gibt tatsächlich nicht genug Wissen und auch manchmal auch viel Respekt, um sowas zu reden. Also man fängt tatsächlich klein an. Also man hat nicht den didaktischen Finger. Das versuchen wir auf keinen Fall, mit dem didaktischen Finger ranzugehen und zu sagen, ihr Bösen, ihr macht das falsch, ihr habt alles falsch verstanden. Sondern wir drehen das um und sagen, lasst uns einander im Alltag kennenlernen. Was esst ihr? Welche Feiertage habt ihr? Also diese ganzen Klassiker. Und sobald da diese Vertrauensbasis und dieses Kennen voneinander da ist, und die ist überraschenderweise oft besser da zwischen Israelis und Palästinensern oder dritte Generation Palästinensern als zwischen Deutschen und dritte Generation Palästinensern. Also das ist ganz, ganz lustig, aber tatsächlich hat man manchmal mehr Gemeinsamkeiten, wenn man Hummus isst. Und darauf basierend öffnen sich dann natürlich auch die Leute. Und darauf basierend erfahren wir auch viel über, zu welchen Organisationen die Eltern der Kinder gehören, was für Fernsehsender die gucken, was der Cousin in Syrien gemacht hat. Nicht immer will man es wissen, aber das erfahren wir. Und so funktioniert der Dialog. Und so versuchen wir auch ein bisschen diesen Narrativ reinzubringen. Aber tatsächlich fehlt den Ehrenamtlichen und vielen, die in diesem Projekt sind, auch natürlich das Wissen und die Bildung. Das macht man natürlich so aus dem FF. Da weiß ich, dass man sich oft auch Seminare wünscht und oft mehr Unterstützung wünscht. Wie beantworte ich so eine Frage? Wie beantworte ich eine Frage, was passiert in Gaza 2014? Wie kann ich das erklären oder diskutieren? Und da brauchen wir einen alternativen Diskurs zu diesen, parallelen Diskurs zu der Gedenkkultur. Und haben Sie das Gefühl, mit Shalom Rollberg ersetzen Sie etwas oder ergänzen Sie etwas? Also ich glaube, ich muss gar nicht ausführen, ne? Ersetzen oder ergänzen? Also machen Sie was die Schule, die Politik, die Gesellschaft alleine nicht schafft, oder ist es tatsächlich
eher so ein Gefühl, ich kann da, das können wir noch beitragen? Ich glaube, wir ergänzen, aber wir sind auch so klein, dass es schon sehr positiv gedacht ist, wenn ich sage, wir ergänzen. Aber wir versuchen, ich würde mir wünschen, dass es natürlich mehr solche Projekte gibt, aber ich glaube tatsächlich, dass da ein bisschen was ergänzt wird, ein Treffpunkt geschaffen wird, den es sonst nicht gibt. Also sonst haben wir in Neukölln sehr viele Israelis, die dort leben und arbeiten, und wir haben sehr viele Jugendliche und Kinder, die dort zur Schule gehen, und die würden sich einfach nie begegnen, begegnen sich auf der Straße, kommen aber nicht in einen Dialog. Und da ergänzen wir, glaube ich, diesen Raum, so klein der auch ist, um so einen Dialog herzustellen. Wir könnten jetzt schon bei der kurzen Runde, bevor wir dann das Publikum einschalten, der Strategien landen, wo wir aber schon die ganze Zeit immer waren. Aber Matthias Berek könnte vielleicht da auch nochmal was ergänzen. Also Sie haben ja tatsächlich auch am Ende Ihrer Untersuchung nochmal so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Also was passieren müsste in der deutschen Gesellschaft, damit der Antisemitismus sich nicht weiter verbreitet, damit er geringer wird, dass die Geschichte mit der deutschen sogenannten Mehrheitsgesellschaft und den Neuankommenden funktioniert. Vielleicht müssen Sie nicht alle Punkte aufzählen, aber was Ihnen so am wichtigsten wäre, wenn Sie auf diese große Frage der Strategien für die Zukunft schauen. Na, vielleicht in Anknüpfung an das, was bisher schon gesagt wurde, zum einen sowohl die gesamte Gesellschaft und die Verbindung mit anderen Menschenfeindlichkeiten im Auge behalten, also diese Einbindung des Antisemitismus in dieses Geflecht an Menschenfeindlichkeit. Zum anderen eben alle Gruppen, die von Antisemitismus betroffen sind, im Auge behalten, also immer im Kopf behalten, dass Antisemitismus nicht nur ein Problem der Muslime ist, sondern von vielen, vielen anderen Gruppen der Gesellschaft. Gleichzeitig aber die Vielfalt der Herangehensweisen beibehalten, weil jede spezifische Gruppe braucht eine spezifischen Umgang, spezifische Empowerment, Bildungs-, Präventionspolitik und Arbeit. Und in Anschluss an diese Frage der Glaubwürdigkeit braucht es eben genau mehr ehrliche, offene und substanzielle Herangehensweise an das Problem Antisemitismus. Also nicht nur Sonntagsreden, sondern ganz konkret Umsetzung von erfolgreichen Pilotprojekten, zum Beispiel wie im Fall des Antisemitismusbeauftragten, aber auch mit den erfolgreichen Monitoring-Projekten wie RIAS, die sowas bräuchte es wirklich bundesweit und kontinuierlich. Und auch da gilt, was in anderen Bereichen gilt, halt Dauerstellen für Daueraufgaben. Das kann man nicht mehr mit Projekten oder Pilotprojekten erledigen. Und vor allen Dingen würde ich aber sagen, dass, um dieses Glaubwürdigkeitsproblem wirklich anzugehen, muss Antisemitismuskritik und der Kampf gegen Antisemitismus an emanzipatorische Grundwerte gebunden sein, also an Grundrechte, an Menschenrechte, an das, was ganz kondensiert im Artikel 1 Grundgesetz steht, aber was noch mehr Aspekte hat. Aber wenn diese Anbindung verloren geht, indem man nur noch über Antisemitismus von einzelnen Gruppen redet, um diese auszugrenzen, dann wird dem Kampf gegen Antisemitismus eher ein Bärendienst erwiesen. Und dazu gehört eben auch, dass man gesamtgesellschaftliche Entwicklungen im Auge behält, wie die, dass Menschenwürde in vielen Bereichen nichts mehr zählt, weil es zum Beispiel egal ist, dass Menschen im Mittelmeer trinken. Und genau, wenn man das mit im Auge behält, dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Felix Klein, Sie wollten das Thema Antisemitismus auch mit in die Islamkonferenz mit reinbringen. Wie schaffen Sie die Gratwanderung zwischen dem Ansatz möglicherweise zu sagen, islamische Verbände müssen sich gegen Antisemitismus bekennen, dann kann man sie anders fördern möglicherweise, oder der Frage, gibt es denn nicht wirklich ein ganzheitlicheres Konzept, also so wie es auch gerade Matthias Berek angesprochen hat, damit nicht am Ende wirklich sich verschiedene Gruppen, ja, also dass sie konkurrieren in diesem schlimmen Status des Opferseins und des abhängig davon Seins, wer hier gerade fördert und wer gerade Aufmerksamkeit bekommt. Was können Sie da tun? Ja, also Sie haben natürlich recht, wir brauchen ein ganzheitliches Konzept, und wir müssen jetzt auch, was das Thema von heute Abend angeht, ganz klar vermeiden, dass hier eine Entlastungsdebatte geführt wird. Also das muss man doch nochmal ganz klar deutlich, also dass sozusagen die deutsche Mehrheitsgesellschaft auf die Muslime zeigt sozusagen nicht vor der eigenen Haustür kehrt. Also das ist also ganz deutlich müssen wir das machen, und das ist vielleicht auch ein Grund, sozusagen Voraussetzung, wenn wir in der Islamkonferenz über Antisemitismus sprechen. Wir müssen da die Leute und die Verbände, die es ja gibt, abholen, da wo sie sind, und nicht von vornherein also ein
inhärenten Antisemitismus unter Muslimen unterstellen. Das ist die falsche Sache. Aber eins hat Frau Schumann schon gesagt, wir müssten schon einerseits dafür sorgen, dass es auch eine innerislamische Debatte gibt über Antisemitismus. Die vermisse ich auch in Deutschland. Also müsste noch mehr einfach kommen. Das finde ich, das müssten wir stimulieren. Und also nochmal ganz klar machen, wie, das habe ich vorhin schon versucht zu sagen, dass es ein positiver Kampf ist. Denn das zeigt ja, wenn Muslime sich gegen Antisemitismus engagieren, wie Derwisch und andere, es zeigt ja, das ist ein positives Zeichen. Das ist ein Zeichen der Integrationsbereitschaft, der gesellschaftlichen Teilhabe. Denn es ist nun Gott sei Dank ja auch schon so, dass also die große Mehrheit der Gesellschaft ja Antisemitismus ablehnt. Selbst wenn wir sagen, sekundärer Antisemitismus ist, sagen wir mal, hochkommt 20%, haben wir immerhin 80% der Leute, die das eben nicht gut finden und haben Werte des Grundgesetzes. Und da, in diese Debatte müssen wir Muslime selbstverständlich mit einbinden. Und es gibt ja viele Verbände. Und ich finde sehr gut, dass der neue Ansatz offenbar ist, bei der Deutschen Islamkonferenz eben auch Einzelpersonen und sozusagen interessante Debattenteilnehmer einzuladen. Und da werde ich den Bundesinnenminister unterstützen. Herr Murtaza, könnte eigentlich im Moment eine muslimische Gemeinde sagen, bei uns haben wir ein Problem mit Antisemitismus? Also kann diese Transparenz überhaupt erstellt werden in der Situation, in der die Diskussionen im Moment in Deutschland sind? Und daraus würde ja dann sowas vielleicht erwachsen, was Herr Klein gerade anspricht, eine Selbstreflexion, möglicherweise ein anderes Zusammenarbeiten? Das weiß ich nicht, aber vielleicht, das knüpft daran an, wir haben eigentlich diese Debatte unter Muslimen schon länger. Das Problem ist nur immer, die Mehrheitsbevölkerung bekommt es nicht mit, als sei denn, wir würden vielleicht eine Tonart anschlagen, die mehr Muslime verschreckt, wo wir aber bei der Mehrheitsgesellschaft Applaus bekommen würden, dann wären wir natürlich in verschiedenen Zeitungen. Aber die Stiftung Weltethos hatte von 2010 bis 2013 in muslimischen Gemeinden in Kooperation mit dem Zentralrat der Muslime ein Projekt, gemeinsames Kernethos von Judentum und Islam. Und dann sind wir durch verschiedene Moscheen gereist und haben dort bei Jugendgruppen Vorträge gehalten zu Gemeinsamkeiten von Judentum und Islam. Und interessanterweise waren die Diskussionen sehr gut und die Jugendlichen waren da und die waren interessiert. Vielleicht eine Episode, damit wir nicht immer das Bild haben, die Muslime sind vielleicht potenzielle Antisemiten. Das war eine Jugendgruppe in Alsenau, eine Mädchengruppe, die gesagt haben, wir möchten den Vortrag haben. Und die Moscheegemeinde aber in Alsenau damals, das ist wie gesagt 2011 oder 2012, hat gemeint, nein, bevor der hierher kommt, soll er erstmal über Palästina reden. Da waren aber die Jugendlichen, vor allem diese Mädchen, so daran interessiert, etwas über das Judentum zu erfahren, weil der Jude, wir begegnen dem Juden ja im Alltag nicht so sehr. Für die meisten Muslime ist das Judentum und der Jude ein Abstraktum, ein Außerirdischer, den sie nie gesehen haben. Haben sie die Kirche angefragt und die Kirche hat Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und die haben diesen Vortrag selber organisiert. Ich bin da hingekommen, da war dann auch eine ältere Mutter und manchmal vergessen wir auch eben, dass wir eben aufgrund der Migrationsgeschichte in Deutschland ist bei der älteren Generation nicht immer mit sehr gebildeten Leuten zu tun. Da kam diese ältere Mutter und sagte zu mir, aber Sie machen jetzt unsere Kinder nicht zu Juden. Das war gar nicht die Absicht des Tages, aber dass wir auch verstehen, welche Ängste da manchmal da sind. Und dann haben wir diesen Vortrag gemacht und am Ende haben wir auch einen Film aus der Reihe Spurensuche über das Judentum gezeigt und es war Begeisterung da. Was die Vortragsreihe am Ende dann ein bisschen insgesamt das Genick gebrochen hat, war natürlich Gaza. Danach ging es dann mit den Anfragen zurück. Wir haben parallel dazu mit dem Zentralrat der Muslime ganz viele sehr, sehr kritische Artikel über Antisemitismus unter Muslimen von bestimmten muslimischen Denkern oder durch bestimmte Art und Weise, wie man Quellen interpretiert, thematisiert. Das waren und die sind bis heute abrufbar auf islam.de und es hat auch natürlich Feedback aus der muslimischen Gemeinschaft, manchmal positiv, manchmal negativ, verursacht und da gab es diese Debatte, nur wir kommen halt nicht so stark in das Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft, es sei denn, ich würde oder generell Muslime würden viel provokanter gegen ihre eigene Gemeinschaft reden, aber wir wollen ja die Menschen eigentlich ins Boot holen, mit ihnen diskutieren, sie mitnehmen und da wäre es auch wichtig, dass die Mehrheitsgesellschaft sagt,
okay, wir verstehen, dass hier der Diskurs eine andere Sprache haben muss, damit er gelingt. Und ich glaube, das Bewusstsein ist eben noch nicht da. Ich eröffne mal die Runde mit Ihnen. Wir haben so 20 Minuten oder 22, weil Herr Mutaza muss dann irgendwann weg und dann wäre es sonst sehr ungerecht. Was deswegen super wichtig wäre, wenn Sie wirklich konkrete Fragen stellen, also besser als sehr lange Vorträge. Wenn ich die Zuständige und sage, wer dran ist, dann bitte hier. Das habe ich jetzt als erstes gesehen, das ist bestimmt. Hallo. 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 Ich arbeite in Berlin, in Kreuzberg, an einer Schule, die zu 90%, meine ich, muslimische Schüler hat. Und ich finde es großartig, dass Jugend- und Kinderarbeit betrieben wird, aber mir fehlt so ein bisschen eigentlich der Ansatz bei den Eltern, weil da stoße ich tagtäglich auch an meine Grenzen. Das heißt, wenn wir im Ferienprogramm zum Beispiel das Jüdische Museum anbieten wollen, dann kommt der Großteil der Kinder nicht, weil die Eltern das nicht möchten. So. Wie gehe ich an dieses Problem ran? Es geht gar nicht darum, dass ich an den Kindern dran bin, aber ich kann nicht gegen die Eltern arbeiten. Herr Isatim oder Sie, Frau Flieder, beide, wer möchte? Sorry, ich nehme mal gleich das Wort an mich, weil wir tatsächlich ein ähnliches Problem haben. Also an die Kinder kommt man noch ran, tatsächlich ist es schwierig mit den Eltern. Ich weiß nicht, wie sehr das die Gedanken sind oder einfach auch aus Zeitgründen. Viele Eltern haben viele Kinder, viele Eltern arbeiten und es ist einfach schwierig, die ins Boot zu holen, da Interesse zu wecken. Teil des Projektes ist auch an der Schule über das Judentum zu unterrichten. Und da ist es Pflicht für jede vierte Klasse, nicht nur zu diesem, also es wird über Judentum, Islam, Christentum und humanistische Weltanschauung unterrichtet, es ist nicht nur Pflicht, an diesem Unterricht teilzunehmen, sondern die Kinder besuchen dann das jeweilige Gotteshaus. Also, und da kommen auch alle mit. Also da dürfen die Eltern zum Beispiel auch gar nicht Nein sagen. Und das finde ich zum Beispiel einen guten Ansatz, dass die Schulen sagen, wir bringen solche Projekte, wo die Kinder wieder diese Religion und diese Vielfältigkeit kennenlernen. Und zwar auch als Teil der Schule, wo die Eltern nicht Nein sagen können. Darf ich auch ganz kurz? Natürlich, klar. Ja. Bitte. Ich würde zum Beispiel, hätten Sie das in einem Beratungsgespräch gemacht über die KIGA, würde ich Sie erstmal fragen, was haben Sie alles versucht? Was haben Sie ausgeschöpft, sodass diese Frage weiterhin bestehen bleibt? Dafür haben wir hier den Rahmen nicht. Ich glaube, Elternarbeit sollte nicht beginnen beim Thema Ausflug ins Jüdische Museum, sondern das werfe ich Ihnen auch nicht vor oder unterstelle Ihnen nicht. Aber es ist immer wichtig, eine Beziehung aufzubauen. Wir haben mit einer anderen Schule, da sind wir eine Kooperation eingegangen, wo wir das abenteuerliche Ziel hatten, eine Israelreise zu organisieren. Und am Anfang gab es da auch Widerstand. Eltern, die gesagt haben, nein, niemals. Wir haben es natürlich so nicht mitbekommen, sondern über dann die Kinder oder Lehrerinnen, die aber auch nicht mit den Eltern gesprochen haben, sondern gesagt haben, ja, das ist das, was die Kinder uns sagen. Dann sind wir ins Gespräch mit den Eltern gekommen und haben festgestellt, es gibt tatsächlich einige Eltern, die das nicht wollen, aber da ist es vor allem deshalb gewesen, nicht weil sie Vorbehalte gegen Israel oder gegen Juden haben, sondern Angst und Sorge um die Sicherheit des Kindes. Da konnte man auch viel Abhilfe leisten und klären. Einige Kinder und Jugendlichen waren auch so ein bisschen abgeneigt und haben gesagt, was sollen wir in Israel und so, wenn dann Palästin. Also wir hatten diese lustigen Debatten. Es hat einige Zeit gedauert, bis das geklappt hat. Jetzt hat diese Schule in der Schulprofilentwicklung unter anderem den Schulnamen geändert, nach einem Menschen, der während der Shoah Juden das Leben rettete. Diese Schule macht regelmäßige Reisen nach Israel, teilweise mit Austausch. Das Elterncafé hat signalisiert, warum macht ihr nicht auch eine Reise für die Eltern? Wir wollen auch dahin. Was ich jetzt damit sagen möchte, ist, es ist in der Tat mühsam. Und man könnte als Lehrer auch gleich vorab sagen, was? Soll ich denen jetzt auch noch hinterher telefonieren oder was? Oder nein, mir ist das wichtig. Und ich möchte erneut nicht unterstellen, dass das Lehrerinnen und Lehrern nicht wichtig ist. Aber wir müssen immer bei uns selbst anfangen. Haben wir alles ausgeschöpft? Wie sehr wollen wir das?
Und wenn man da, wie Irina schon gesagt hat, sich die Mühe macht und eine Beziehung aufbaut, dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut. Ich habe fast 7 Jahre auch im Jüdischen Museum gearbeitet, bevor ich Lehrer war. Ich bin in Neukölln geboren und aufgewachsen. Unsere Büros sind in Kreuzberg. Ich kenne die Schulen in Neukölln, in Kreuzberg, im Wedding ziemlich gut. Ich glaube, die Hauptverantwortung liegt hier bei den Lehrern und den Lehrerinnen. Sie müssen da viel mehr machen. Ich glaube, die Debatten und wie sie die Debatten verfolgen, das heißt auch, wie wir sie teilweise problematisch führen, führt sehr schnell nämlich zu dieser Entlastung, dass man sagt, die sind Muslime, das ist halt so. Dann gehe ich halt nur mit Tobias und Juliane und Ali ins Museum oder wir lassen den Museumsausflug ganz weg. Das jüdische Museum aus Museumsperspektive hat das Problem, und ich spreche jetzt nicht für das Museum, dass wir wenig Besuchsgruppen haben, dass unsere Nachbarschulen aus der Gegend uns nicht besuchen. Wir hören hin und wieder in der Tat, dass es Schwierigkeiten gibt, aber Probleme löst man nur, indem man sie angeht und anpackt. Und das würde ich empfehlen. Also schon gleich zu Beginn auf Elternarbeit setzen, Beziehung aufbauen und auch in der thematischen Hinführung läuft das überwiegend über Emotion, über Gefühl und Beziehung. Frau Schumann hat eine Frage, ne? Genau. Hier einmal geht es da weiter, bitteschön. Ich würde nur ganz kurz direkt darauf antworten wollen, weil ja das Jüdische Museum jetzt sozusagen auch direkt angesprochen wurde. Also in der Tat gibt es diese Erfahrungen, von denen Sie berichten. Aber ich denke, ein sehr positives Beispiel ist, dass die Islamische Föderation Berlin, die also in Berlin den islamischen Religionsunterricht erteilt an Grundschulen, mit uns eine Kooperation eingegangen ist, weil sie gesagt haben, wir wollen gerne im Rahmen des Islamunterrichts das Jüdische Museum besuchen und das Judentum sozusagen durchnehmen. Und wir haben Fortbildungen gemacht mit den Lehrkräften. Also ich würde sagen, es ist eben diese Grundambivalenz, aber es gibt, also das Potenzial ist eben auch da. Und zumindest muss man diejenigen, die offen sind und wo die ausgestreckten Hände sind, eben, denke ich, auch wirklich sozusagen mit ins Boot holen. Dankeschön. Ach, das ist immer so schwierig. Es ist doch vielleicht, hier in der Mitte machen wir jetzt mal Sie, genau, dem Grauen. Halt, stopp. Ah, ich meinte, genau. Dankeschön. Danke. Ich habe eine Frage an Herrn Klein, die sich anschließt an eine Frage, die schon aufkam, nämlich wie Sie die Menschen in diesem Land erreichen wollen, die tatsächlich sich eine Umkehr von der Erinnerungskultur wünschen und auch zunehmend in die Öffentlichkeit treten. Also ich arbeite beim NDR, wir bekommen regelmäßig auf Kommentare, die sich zu Ereignissen der jüngsten Zeit, zu Flüchtlingen und so weiter beziehen. Wir bekommen regelmäßig in den Foren sehr, sehr heftige Kommentare, die in die Richtung gehen, bekommen denn die Medien, bekommen die Politik nicht mehr mit, was die Bevölkerung bewegt. Wir wollen diese Menschen nicht hier im Land und das massiv. Ich weiß, dass man von diesen Reaktionen nicht auf die Masse der Bevölkerung schließen kann, aber man muss, glaube ich, dieses Phänomen ernst nehmen und mich würde interessieren, ob Sie da eine Strategie haben. Ja, also ich würde zunächst einmal auch antworten, was die Erinnerungspolitik angeht. Es ist gerade, also der AfD kann man ja entgegensetzen, unser Land ist ein starkes Land, weil es sich ja so intensiv mit seiner Geschichte befasst hat. Und das ist gerade ein Zeichen von Stärke unserer Zivilgesellschaft und unserer Politik, dass wir das eben gemacht haben, dass wir nicht Debatten einfach abschneiden, wie das Autokratien tun. Und also das muss man ganz klar eben entgegensetzen. Und dann sozusagen ganz konkret kann man schon zeigen durch, also vielleicht Geschichte auch, wie Sie das gesagt haben, interessant machen, individueller machen. Es wurde schon erwähnt, also der zum Beispiel bei Muslimen kann man auf das Beispiel des Dr. Helmi verweisen, diese Geschichte aufgreifen für den Geschichtsunterricht. Dr. Helmi war ein ägyptischer Arzt, der rassistisch angefeindet wurde von den Nazis und
in dieser bedrängten Situation ein jüdisches Mädchen gerettet hat, indem er es in seiner Gartenlaube versteckt hat. Und sie hat das überlebt, er auch, Gott sei Dank. Und da kann man zeigen hier, dass es ein, es zeigt, mitnichten sind Muslime Antisemiten. Dr. Helmi hat sein Leben riskiert, um diesem jüdischen Mädchen zu helfen. Also solche, oder auch weiteres Beispiel, dass man sagt, also wir haben Muslime die Nazi-Zeit erlebt, wie hat die Türkei sich verhalten, indem es jüdische Menschen aufgenommen haben. Es gab negative Beispiele von Muslimen, der Großmufti von Jerusalem war bei Hitler und hat... Also auf jeden Fall das einfach interessanter und erfahrbarer zu machen, und das geht nach meinem Dafürhalten vor allem über individuelle Schicksale und Präsentation solcher Fälle. Da hinten vielleicht einfach hier, Sie. Sie müssen mal den Arm hochreißen, dann kommt von da hinten das Mikrofon. Gleichzeitig umdrehen, dann hüpfen. Ja, danke schön. Ja, also mir scheint es, dass Sie sich alle sehr darüber einig sind, dass, also über die grundsätzliche Sache einig sind, dass Bildungsarbeit die Lösung, sag ich mal, zum Thema Antisemitismus ist, indem man eben zum Beispiel junge Muslime eben mehr bildet durch Aufklärungsarbeit etc. Nun ist es aber so, dass ich nicht glaube, dass Bildung allein Antisemitismus ausschließt. Entschuldigung. Also die, sagen wir so, die Führungsetage des Dritten Reiches war auch nicht ungebildet und trotzdem hat sie die Shoah durchgeführt. Und ich glaube nicht, dass es auch, also ich glaube auch, dass die deutsche Bevölkerung zu jener Zeit eben auch nicht ungebildet war, sondern eben auch und nicht die Juden kannte. Ich meine, man hat ja auch Haus an Haus eben mit den Juden gelebt und man kannte sie, sie waren die Nachbarn, aber auf einmal hat man eben sich eben entschlossen, diese Nachbarn, also diese Leute, die man kannte, eben zu ermorden. Und ich glaube nicht, dass das an mangelnder Bildung lag oder mangelndem Wissen, sondern das hat man bewusst gemacht. Und man sagt doch, also ich meine, es ist ein sehr beliebter Spruch, jetzt die Feder ist mächtiger als das Schwert, allerdings... jetzt gerade, sage ich mal, zu vielen muslimischen Gesellschaften und Kulturen, also gerade in Bezug auf viele muslimische Länder, würde ich sagen, dass eher das Schwert, sage ich mal, die gängige Methode der, ja, also der Durchsetzung der Ziele ist und okay, nicht die Feder. Würden Sie sagen, dass wirklich Bildung der einzige Weg ist eben, dass dieses Problem wirklich zu lösen? Würden Sie da auch andere Sachen? Wer kann darauf, tatsächlich müssen, jetzt muss auch das Podium sich kurz fassen, sonst schaffen wir gar nichts mehr weg. Wer möchte da kurz, ja, Sie dürfen das also machen, ich, Sie bin überhaupt nicht der Meinung, dass Bildung allein ausreicht, aber wir sind eine freiheitliche Demokratie. Das heißt, wir gehen nicht hin und verordnen, wie man zu denken hat. Was sind die Mittel, die wir haben? Aufklärung, Bildung, Begegnung. Insgesamt Begegnung mit Juden. Das fehlt im Alltag, gerade in der jüdisch-muslimischen Lebenswelt. Das sind, insgesamt kann man sagen, das sind schwache Mittel, aber das sind eben die Mittel, auf die wir setzen können in einer freiheitlichen Demokratie. Jetzt klang das jetzt bei Ihnen so militant in Bezug auf die Muslime. Ja, wir haben Probleme, aber ich glaube, jetzt haben Sie das sehr groß gemacht. Also, der jüngste Pogrom, den wir in Deutschland hatten, war jetzt vor ein paar Tagen in Chemnitz, eine Menschenjagd. Das hatten wir, etwas Vergleichbares von der muslimischen Minderheit hier nicht. Wir müssen das Problem hier nicht auf Menschen muslimischen Glaubens reduzieren. Und da wäre auch nochmal die Frage, Sie hatten es gesagt, das ist jetzt keine Kritik, aber das ist etwas, was ich oft im Alltag wahrnehme, dass wir sagen, muslimische Mitschüler. Also stellt sich dann immer für mich die Frage, warum reduzieren wir jetzt eben Schüler, die aus den Gründen nicht was über Israel oder erfahren möchten oder nicht in das jüdische Museum möchten, direkt als Muslime, als das bezeichnende Merkmal. Es könnte auch was ganz anderes sein. Aus Ihrer Studie ist ja auch erkenntlich geworden, dass auch arabische Christen mit sehr starken
antisemitischen Einstellungen hierher kommen. Oder es könnten eben arabisch oder türkisch nationalistisch geprägte Jugendliche sein. Also ich warne davor, dass wir immer einen Menschen reduzieren, nur auf seine Religion zugehörigkeit, als wäre das die Erklärung schlechthin. Und letztendlich, der dritte Punkt ist aber, die Schule ist der Ort der Prävention. Und Lehrer müssen eben in der Lage sein, wenn eben Nahostkonflikt in den Nachrichten ist, das im Unterricht so zu behandeln, dass dem Schüler zumindest klar wird, da gibt es nicht schwarz und weiß, sondern ganz viel grau, differenziert zu denken. Und das ist, glaube ich, was noch viel zu wenig geschieht. Aber ich glaube, wir sind an einem Scheideweg in vieler Hinsicht. Und ich glaube, nochmal bezogen auf rechte Kräfte in dem Land, die haben einen sehr langen Atem und schielen jetzt durch die AfD eben auch in bestimmten Bundesländern auf die Regierungsmehrheit. Wir haben jetzt hier eine ganz entscheidende Auseinandersetzung, wer den längeren Atem hat. Die ein anderes Deutschland haben möchten oder die ein Deutschland in der Verantwortung von 1949 haben möchten. Und da sind wir alle gefragt und da müssen wir jede Form von Menschenfeindlichkeit durch Zivilcourage zurückweisen und vielleicht auch Projekte unterstützen. Der Zentralrat der Muslime hatte vor einigen Wochen den Vorschlag gemacht, Rabbiner und Imame gemeinsam in Problemschulen zu entsenden. Und es gibt ähnliche Initiativen ja auch andernorts. Und ich höre aus verschiedenen Zeitungsberichten, aber woran es fehlt, ist Geld. Ist denn die Möglichkeit da, solche Dinge, die ja wichtig sind, und wenn wir das Problem angehen wollen, eben durch den Staat finanziell zu unterstützen, damit das möglich wird? Ist das mit Fragezeichen direkt an den kleinen? Da kann man ja nur Ja oder Nein antworten. Ja, also, Geld würde das, glaube ich, nicht scheitern, aber das ist leider eben wieder Ländersache. Da kann ich als Bundesbeauftragter nicht so viel sagen, aber ich glaube schon, am Geld wird es nicht scheitern. Ja. Okay, Speed-Dating, Podium, Publikum. Jetzt hier auf dieser Seite, ja, bitteschön, da so ungefähr. Grüß Sie. Hauptfeldwebel Julia Süßen von der zentralen Ansprechstelle für Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubensrichtungen bei der Bundeswehr. Ja, der Name ist schon lang. Sie haben gesagt, bei der Deutschen Islamkonferenz soll auch über Antisemitismus im Islam gesprochen werden. Und meine Frage ist, ob man da nicht nur über Antisemitismus spricht, sondern auch da über... Für mich ist Antisemitismus, Islamophobie oder Homophobie alles Menschenfeindlichkeit. Das hatten wir hier ja auch mehrfach gesagt. Ob man da nicht über gemeinsame Lösungen spricht und vielleicht die jüdischen Gemeinden mit dazu holt, dass man Begegnungen schafft und sagt, man redet nicht nur über den Antisemitismus, der vielleicht in manchen Gemeinden herrschen mag, sondern man redet über allgemein Menschenfeindlichkeit und versucht es gemeinsam zu lösen. Gibt es da Ideen? Richtig. Ja, also das eine schließt ja das andere nicht aus. Das ist keine Frage. Aber noch einmal, der Antisemitismus hat eben so viele ideologische Hintergründe. Und das macht ihn ja so auch so gefährlich letztlich. Weil also ein, sagen wir mal in Anführungszeichen, normaler Rassist, der wertet den anderen eben ab. Und das ist es. Aber der Antisemit, der beschreibt den Juden auch als Bedrohung und dass die Weltherrschaft haben und was weiß ich für verbrämten Kram. Und also das macht es immer nochmal rechtfertigt diese Besonderbehandlung des Antisemitismus ganz, also ganz genau. Aber natürlich, es schließt nicht aus, dass man da auch über andere Formen von gruppenspezifischer Diskriminierung spricht. Weil die Angst vor muslimischen Zuwanderern hat ja auch, da werden ja auch bedrohliche Szenarien kreiert. Also ich will das nicht parallelisieren, das finde ich ebenso problematisch, aber wir hatten das ja tatsächlich mit der ganzheitlichen oder vielleicht doch ein bisschen vollständigeren Angang. Ich würde gerne nur einen Satz sagen. Bitte. Es gibt nun mal so etwas wie die Deutsche Islamkonferenz. Und die Anregung von Felix Klein, so wie ich sie verstanden habe, war es, dass Antisemitismus dort thematisiert wird mit der Zielsetzung, Muslime hier zu gewinnen und im Kampf als Mitstreiter gegen Antisemitismus zu sehen und nicht da nochmal das Phänomen Antisemitismus besonders zu benennen oder hervorzuheben oder zu verbesondern, was auch immer, sondern es geht darum, es gibt diesen Blick auf Antisemitismus unter Muslimen, dann macht es Sinn, dass die Muslime das sich mal zum Thema machen und die Deutsche Islamkonferenz könnte eine gute Plattform sein, um dort
wirklich auch stimulierend zu wirken. Also ich würde das eher positiv sehen und abwarten. Das ist nicht nur eine Reaktion auf Ihre Anmerkung oder Ihren Beitrag, den haben wir auch so verstanden. Das haben wir auch schon als Podium versucht, vorab zu vermitteln, dass wir hier gegen Rankings sind und gegeneinander ausspielen von unterschiedlichen Phänomenen. Jetzt kommt schon die letzte Frage. Sie müssen ansonsten sich danach noch ganz lange unterhalten, aber das Podium löst sich zumindest sonst zu einem Teil auf und das wäre, glaube ich, nicht angemessen. Deswegen nochmal genau auf dieser Seite. Wir waren vorher da, ne? Dann jetzt hier. Das ist mein Gerechtigkeitsversuch. Da hinten waren die leider ein bisschen, meldet er sich schon ganz lange. Und sie meldet sich auch schon ganz lange. Was mache ich denn jetzt? Okay, tatsächlich einmal hier vorne, dann machen wir beide noch. Sie dürfen auch gleich noch jetzt einmal hier vorne, dann da hinten, aber Sie müssen beide schnell sein. Super schnell. Schönen guten Abend, mein Name ist Sigmund Königsberg. Ich bin der Antisemitismusbeauftragte der Jüdischen Gemeinde Berlin und habe eine einfache Frage. Was ich bemerke sehr oft, ist die Blindheit in der Mehrheitsgesellschaft, ganz betont, gegenüber Antisemitismus ebenso wie gegenüber Rassismus, gegenüber Homophobie, gegen Antiziganismus. Und also ich merke es ganz deutlich an Schulen, also wo auch Lehrerinnen und Lehrer das einfach negieren oder bagatellisieren. Und frage, wie können wir so weit kommen, dass wir eben diese Blindheit beseitigen? Das ist aber eine ganz kleine Frage, auf die es sicherlich einen ganz kurzen Satz gibt. Aber wer traut sich? Bitteschön. Vielleicht kann ich darauf antworten. Also von meiner Perspektive aus kann jüdische Gemeinde anfangen und Projekte wie Jugendliche, jüdische Jugendliche, die Aufklärung an Schulen betreiben, nach Neukölln schicken, zur Begegnung. Das passiert nicht. Also ich muss sagen, aus meiner Perspektive ist es sehr schwierig, an die jüdische Gemeinde zu kommen und mit der eine Kooperation aufzubauen und jüdische Berliner zu aktivieren. Also wie ich schon gesagt habe, es ist viel einfacher, Israelis, die in Berlin wohnen, zu aktivieren. Also wenn, dann stelle ich die Frage gerne zurück, warum kommt nichts von der jüdischen Gemeinde, warum kommen nicht Begegnungsprojekte von Ihrer Seite? Das müssen Sie gleich besprechen. Letzte Frage von da hinten. Aber Applaus will ich natürlich nicht unterbrechen. Ich gehöre zum Freundeskreis des Jüdischen Museums und bin eigentlich dahin gekommen, weil ich schon in den 60er Jahren von Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet wurde in Berlin-Tiergarten. Was war mit dem Holocaust, was war mit der Verantwortung der Deutschen? Und heute, ich habe dann durch meine Kinder erfahren, dass viele Lehrer überhaupt in den 70er, 80er, 90er Jahren gar nichts gelernt haben, wenig gelernt haben, nichts wussten über die jüdische Geschichte, über den Holocaust und war darüber sehr entsetzt. Und es ist die Frage, wie weit sind heute die Lehrer überhaupt imstande, darüber tatsächlich zu berichten? Und es ist wichtig zu sagen, wenn man auch Lanzmann, Wolfsohn, viele Leute liest, wie Lanzmann sagt ja, 20 Jahrhunderte war der Antisemitismus da. Der ist nicht erst jetzt mit dem Dritten Reich entstanden. Und es ist wichtig, das alles mit aufzunehmen, darüber in einen Dialog zu kommen. Und auch wir könnten in einen größeren Dialog kommen, muss man überlegen, wie man das macht, und gesellschaftlich und zu engagieren. Sehr gut ist diese Sache mit den Jugendlichen. Mit Jugendlichen, auch mit Taxifahrern, kann man sehr gut debattieren über Antisemitismus. Mache ich immer, egal wo ich hinfahre. Ja? Ja. Auch mit muslimischen Taxifahrern mache ich das. Ja. Und wir sollen mehr in Dialog kommen, wir sollen irgendwie Ideen finden. Auch wir hier können jetzt Ideen finden und die Ihnen mitteilen. Okay, vielen Dank. Also nochmal ein Appell an die Schule und an die Bildungseinrichtung, aber auch reden miteinander. Und ich glaube, Dialog haben wir ja heute schon hier auf jeden Fall vorgemacht, hier auf diesem Podium und hier jetzt nochmal im Saal. Und ich bedanke mich sehr bei allen Beteiligten für diese ausführliche, perspektivenreiche Diskussion und auch Unterhaltung an ganz vielen Stellen. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Da draußen kann man sich noch kurz aufhalten. Applaus